Hallo miteinander, ich bin Irisa und ich bin etwas früh dran. Aber das kann man ja gleich nochmal. Ich kann noch mal kurz abwarten. Aber so läuft der Stream wenigstens schon mal. Das ist ja schon ganz gut. Letztes Mal gab es nämlich Probleme. So, ich glaube, jetzt kann ich aber langsam offiziell anfangen, ja. Also, ich bin Irisa und ich streame Bloodborne. Und das mit Hauptaugenmerk auf die Hintergrundgeschichte, die gesamte Lore, alles was so an Informationen über das Universum von Bloodborne und die Geschichte von Bloodborne rauszufinden ist. Und ich erkläre es noch einmal kurz. Ich spiele es das erste Mal in Deutsch. Ich habe das Spiel bisher schon einige Male durchgespielt, aber immer auf Englisch. Und ich sehe mir mal an, ob irgendwelche neuen Zusammenhänge ersichtlich werden. Und mir ist auch aufgefallen, dass man gerade im deutschen Raum ja dann doch ein bisschen weniger findet über die ganze Hintergrundgeschichte als im Englischen. Gerade im Englischen gibt es ja viele Leute, die sich sehr intensiv damit beschäftigen und auf Basis von dem, was die schon so rausgefunden haben, aber auch auf Basis von der jetzt deutschen Version, schaue ich mal, ob wir da auf ähnliche oder vielleicht auf komplett andere Schlüsse kommen, was die ganzen Zusammenhänge und all die Details angeht. So, letztes Mal haben wir einen Charakter erstellt. Wir sind ein bisschen durch das Zentrum von Yharnam gegeistert, haben die Klerikerbestie getroffen und das war's eigentlich auch schon. Das hat erstaunlich ganze 2 Stunden gedauert. Und jetzt machen wir eigentlich genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich indem wir mal sehen, was es jetzt hier Neues gibt. Wir haben schon im Laden geschaut, was es da an neuen Angeboten gibt, dadurch, dass ich von der Klerikerbestie das Schwertjägerabzeichen bekommen habe. Aber dadurch, dass ich jetzt ein wenig Einsicht bekommen habe, das ist oben rechts in der Ecke des Bildschirms zu sehen, da neben dem Augensymbol, ist zum einen die Puppe jetzt lebendig, möchte ich sagen. Also man kann mit ihr sprechen, sie sitzt nicht mehr nur da. Aber die Boten haben auch ein paar neue Geschenke für uns. Schauen wir doch mal, was das ist. Letztes Mal haben wir von den Boten ein paar Waffen erhalten und ein Notizbuch. Dieses Mal verbrauchte Einsicht und läute die Herausforderungsglocke, um Jäger aus anderen Welten zu Hilfe zu holen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Schalldämpfer beendet diese Arten der Kooperation. Also eine Glocke und ein Schalldämpfer. Das ist eine schöne Übersetzung. Herausforderungsglocke. Große alte Glocke, die im Labyrinth entdeckt wurde. Ihr Klang hallt in den Welten wider. Der erste Jäger rief damit Jäger aus anderen Welten zusammen, um zu kooperieren. Für diese unheimliche Glocke braucht ein Mensch Einsicht, doch die Zusammenarbeit der Welten hat Vorteile. Und direkt dazu der Schalldämpfer. Jäger sind durch die Resonanz von Glocken mit besonders kodiertem Klang verbunden. Dieser unhörbare Ton stört diese Resonanz. Abfeuern beendet die Zusammenarbeit und verhindert sie, unterbricht nicht die Resonanz der finsteren Glocke. Das sind im Grunde Gegenstände, die ich für den Koop-Modus brauche, also wenn ich mir von anderen Spielern Hilfe holen will. Das ist sehr stark angelehnt an das System von Dark Souls und deswegen gibt es gerade im englischen Bereich auch einige Leute, einige von denen, die sich sehr stark mit der Hintergrundgeschichte beschäftigen, die sagen, man sollte die Glocken vielleicht nicht zu ernst nehmen, was die ganze Geschichte von Bloodborne angeht, weil bei Dark Souls war das ganze Invasionssystem sehr darauf basierend, dass es im Dark Souls-Universum sehr viel Paralleluniversen gibt. Und dass es die Geschichte in zyklischer Natur stattfindet. Und in Bloodborne ist das eben nicht so. Also hier gibt es keine Hinweise auf wirklich Paralleluniversen, in denen immer ein guter Jäger existiert, der wir ja sind. Aber also da kann man drüber streiten, ob diese Glocken jetzt wirklich geschichtliche Relevanz für Bloodborne haben oder nicht. Ich bin der Meinung, man sollte mal versuchen, eine Möglichkeit zu finden, das einzubinden, oder man sollte zumindest nicht ignorieren, was man im Zusammenhang mit den Glocken erfährt und was es über Glocken in dem Spiel zu erfahren gibt, weil die als nicht nur als Symbol, aber auch als realer Gegenstand immer wieder vorkommen in dem Spiel und immer wieder verschiedene Wirkungen haben, möchte ich sagen. Dazu hole ich jetzt direkt auch den Gegenstand auch noch, weil er dazu auch gehört. Der wurde erst mit dem Download-Content eingeführt, mit dem die alten Jäger heißt das im Deutschen, glaube ich, die Old Hunters im Englischen. Seitdem gibt es diesen Gegenstand. Verbrauche Einsicht und Leute, die alte Jägerglocke, um alte Jäger zu Hilfe zu holen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.
ist jetzt quasi dasselbe, nur, guten Abend, nur eben in dem Fall jetzt nicht, um andere Spieler zur Hilfe zu holen, sondern um mit dem Download-Content eingeführte NPC-Jäger zur Hilfe zu holen. Das sind oft Jäger, die man irgendwo aus der Story auch schon kennenlernt oder bei denen man dann halt ein bisschen spekulieren kann, was das für Leute sind. Eine der Resonanzglocken, die Klüfte zwischen Welten überwindet. Diese Glocke ist gerissen und mit dem Blut der Bestien beschmiert. Für diese unheimliche Glocke muss ein Mensch Einsicht aufwenden. Schon längst aus dem Traum geschiedene Jäger, die das Gefühl der Jagd nicht vergessen können, verlassen sich auf Boten, um ihre Gedanken zu übermitteln. Läute die Glocke an ihrer Seite, dann werden sie dir sicherlich zuhören, da die Nacht der Jagd lang und unveränderlich ist. Das schon längst aus dem Traum geschiedene Jäger bezieht sich höchstwahrscheinlich hier auf den Traum des Jägers, in dem wir uns befinden, an den immer ein Jäger gebunden ist. Also, womöglich ist nicht immer ein Jäger daran gebunden, aber es ist immer ein Jäger daran gebunden und nicht mehrere, höchstwahrscheinlich. Und das lässt sehr darauf schließen, dass alle NPCs, die wir beschwören können, auch mal an diesen Traum gebunden waren. Das ist zumindest eine, denke ich, sehr legitime Annahme. Das muss natürlich nicht zwingend der Fall sein. Es gibt auch Fälle, da ist das ein bisschen kritisch. Da überlegt man sich das vielleicht zweimal, ob das irgendwie Sinn ergibt. Aber es scheint ja alles darauf hinzudeuten. Guten Abend. So. Ich habe jetzt, glaube ich, schon wieder genug geredet. Diesmal geht's in Rekordzeit. Direkt wieder nach Jarnam zurück. Es lohnt sich in dem Spiel sehr, immer mal wieder bei alten Leuten, mit denen man schon mal geredet hat, wie in unserem Fall zum Beispiel Gilbert, vorbeizuschauen und zu gucken, ob die was Neues zu sagen haben, wenn man in der Welt was verändert hat. Gerade wenn man größere Dinge in der Welt verändert, das werden wir später eben auch noch tun. Aber eben auch, wenn in dem Fall jetzt, weil wir die Klerikerbestie letztes Mal besiegt haben, lohnt es sich jetzt eben auch nochmal mit Gilbert zu reden, weil er jetzt auch nochmal neue Sachen zu sagen hat. Denn wir erinnern uns, er hat das letztes Mal gesagt, wir sollen ins Kathedralenviertel gehen, das ist da drüben. Das haben wir versucht, indem wir über diese Brücke gehen wollten. Und da haben wir die Klerikerbestie getroffen und am Ende war die Tür zu. Das heißt, ich habe das riesige Vieh erlegt und es hat de facto nichts gebracht für uns, weil wir unserem Ziel keinen Schritt näher gekommen sind. Und da möchte ich mal wissen, was er dazu zu sagen hat. Ja, ich verstehe. Aber die große Brücke ist der einzige Weg in den Kathedralenbezirk. Und während der Jagd ist die Brücke geschlossen. Ihr könntet es vielleicht beim Aquädukt probieren. Das ist ein recht, wie soll ich sagen, interessantes Gebiet südlich der großen Brücke. Von dort aus führt ein Aquädukt in den Kathedralenbezirk. Kein Ort, den man normalerweise aufsuchen würde, aber ich glaube, ihr habt keine andere Wahl, oder? So, ich rede einfach nochmal mit ihm, ob er jetzt was anderes erzählt. Ein Aquädukt südlich der Hauptbrücke führt von der Stadt in den Kathedralenbezirk. Kein Ort, den man normalerweise aufsuchen würde, aber ihr habt keine andere Wahl, wenn die Brücke geschlossen ist. So. Also man sieht schon, er hat jetzt ein bisschen diesen Satz anders formuliert, hat aber einfach nochmal das Gleiche erzählt. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich den Weg in das von ihm benannte Aquädukt finden, um irgendwie auf diese Seite zu kommen. Wir sehen ja hier diesen, ich nenne es mal einen Abgrund zwischen den Vierteln. Dabei ist unten in diesem Tal sind auch nochmal Häuser, das ist nochmal ein ganz anderes Viertel. Aber wir müssen irgendwie darüber kommen. Man kann es vielleicht da ein bisschen zwischen den Pfeilern der Brücke hindurch schon erahnen, dass da hinten tatsächlich eine niedrigere Brücke, vielleicht das sogenannte Aquädukt ist. So, ich leg dann einfach direkt mal los. Durch dieses Haus hier vor uns. Im oberen Stockwerk kommt man auf die Brücke hoch, auf der wir waren. Aber diesmal gehe ich einen anderen Weg. So, den alten Mann hier sollte man eigentlich auch immer mal kaputt machen. Der gibt ein paar Patronen. Das lohnt sich auf Dauer sehr. Hier unten patrouillieren zwei von diesen
Ich nenne sie immer noch einfach Trolle, obwohl sie ja eigentlich nicht so heißen. Das ist ein bisschen eine haarige Angelegenheit, sich mit denen anzulegen. Das funktioniert schon. Aber effektiv ist da unten erstmal eine Sackgasse, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht erst hin. So, überall Hunde. Na. So, Hunde sind, habe ich glaube ich letztes Mal schon erklärt, sehr anfällig auf Blutschaden. Und Blutschaden ist eben unter anderem die Pistole. So, manchmal kaputt, man weiß ja nie. So, und wenn wir hier runterschauen. Das liegt größtenteils daran, dass ich die Leute bekämpfen muss. Nicht, weil die denken, ich wäre ein Monster, sondern weil ich ein Außenseiter bin. Also der Jäger kommt nicht aus der Stadt und die Einwohner von Yharnam hassen Ausländer noch mehr, als sie Monster hassen. Ausländer sind eigentlich die wahren Monster für die Einwohner von Yharnam. Die sind auch davon überzeugt, dass Ausländer es sind, was die Seuche überhaupt ist in die Stadt gebracht hat. Also sie sind sehr xenophob, die Leute. Und die jagen heute Nacht allesamt diese Monster, die Werwölfe. Und wenn sie dann einen Ausländer sehen, dann denken die natürlich, oh Wählen, Moment. nicht wahr? Und, ja, kennt ihr einen sicheren Zufluchtsort? Tja, ich kann der Frau hier jetzt leider nicht helfen. Um nochmal kurz zu Ende zu bringen, was ich gerade angefangen habe. Die Leute hier sind auf der Jagd, sind alle wahrscheinlich komplett angespannt, weil sie hier Werwölfe jagen. Das ist ja auch ein Riesenevent und ziemlich gefährlich. Und wenn dann so ein dahergelaufener Ausländer kommt, was die sofort erkennen können, ist es eigentlich für die nur logisch, mich dann eben auch direkt aus dem Weg zu räumen. Erkennen können die das größtenteils am Geruch, was natürlich auch sehr viel darüber aussagt, wie weit die Leute hier tatsächlich davon entfernt sind, selbst auch zu Bestien zu werden, weil wenn die sich so viele davon sich schon mehr auf den Geruch verlassen als auf das Augenlicht, sind die wahrscheinlich alle schon näher an Hunden dran als an Menschen. Wobei Hunde ist das falsche Wort, an Bestien. So, ich rede erstmal hier mit der Person hinter der Tür. Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würdet ihr Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Die möchte jetzt einen sicheren Zufluchtsort von mir wissen. Ich Ja, kenne aber ihr hättet keinen. wissen müssen, ihr seid zu nichts Nutze. Ihr habt keinen Respekt vor dem Alter, das ist es. Ja, diese Fremden sind wirklich gut für uns. Na los, gebt es zu. Ihr haltet uns doch alle für verrückt. Ach, verschwindet, was soll's. Ich kenne alle eure Tricks. Sehr angenehm. Der helfe ich doch gerne, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. So, hier unten sieht man schon ein bisschen das benannte Aquädukt. Und da jetzt hinzukommen, wird ein kurzer Weg, ehrlich gesagt. So. So, ich gehe erstmal hier oben lang. Das ist ein kleines Geheimnis. Das ist hier so eine Art riesige Lagerhalle, in die wäre ich jetzt über die Treppe da unten auch reingekommen. Das sieht man da unten. Ich gehe aber erstmal hier oben auf diese Balustraden, weil hier gibt es auch ein bisschen was zu entdecken. Man sieht schon, hier hängen Leichen mit Gegenständen, an die komme ich so noch nicht ran. Wenn ich das schlag, fallen sie aber runter und dann kann ich es da unten einfach aufsammeln. Und das lohnt sich. So, noch mehr Kaltbluttau, wieder mal bei einer Leiche. Das ist hier nur eine Lagerhalle, eine Bootshalle, um genau zu sein. Und trotzdem sind hier überall Kirchenfenster eingerichtet. Also die Leute von Yharnam haben einen sehr pompösen Stil. Also ich würde eine Lagerhalle eher sehr funktional bauen, aber ei, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich hier runterfalle. Ah, geht gut. Aber die scheinen das hier zu mögen.
Vielleicht ist es auch eine umfunktionierte alte Kirche oder sowas, wer weiß das schon. Würde mich aber wundern, weil da unten dieser Kanal sieht nicht aus, als wäre er nachträglich eingebaut worden. So, hier geht's auch noch raus. Und da vorne steht jemand. Und bevor ich mit der Person rede, da drüben die Brücke, da sind wir gerade hergekommen. Oh, eine Jägerin, nicht wahr? Und nicht von hier. In was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier ein Begrüßungsgeschenk für die neue Jägerin. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Es gibt keine Menschen mehr. Sie sind jetzt alle blutgierige Bestien. Ihr seid noch immer hier? Was ist los? Eine Jägerin, die sich von ein paar Bestien entmutigen lässt? Das macht nichts. Ohne Angst in unseren Herzen würde uns nur wenig von den Bestien unterscheiden. Was macht ihr denn noch hier? Ihr habt lange genug vor Angst gezittert. Eine Jägerin muss jagen. So, was sie jetzt nicht gesagt hat, ihr Name ist Eileen, die Krähe. Ein ganz angemessener Name, wenn man sich so ihr Outfit anschaut, mit dieser vogelartigen Pestdoktormaske und diesen Federn. Was mir ein bisschen fehlt im Deutschen jetzt, ist ihr sehr starker Dialekt. Im Englischen hat sie einen sehr irischen Dialekt. Das sagt auch nie Hunter, sie sagt immer Hunter. Das ist sehr eindrucksvoll, also nicht eindrucksvoll, aber es sagt sehr viel über sie aus, weil sie eben auch nicht hier aus der Stadt kommt, sondern woanders her. So. Der Gegenstand, den sie uns gegeben hat, ist das Zeichen eines starken Jägers. Baumelnde, umgekehrte Rune, eingebrannt ins Bewusstsein des Jägers. Durch das Bild auf diesem Pergament kann man sich die Rune klar vorstellen. So kann ein Jäger neu erwachen, ohne Blutechos zu verlieren. Dieser Trick erscheint fast zu schön, um wahr zu sein. Das ist jetzt im Grunde genommen eine Version vom Jägerzeichen, bei der ich meine Echos eben nicht verliere. Wenn ich das Jägerzeichen benutze, wache ich erneut an der letzten Lampe auf, aber meine Echos sind weg. Habe ich, glaube ich, letztes Mal erklärt, dafür da, dass wenn ich irgendwo feststecke zum Beispiel oder mich verlaufen habe oder ich einfach nur schnell wieder zurück zum Traum will aus irgendwelchen Gründen. Und mit diesem Zeichen eines starken Jägers verliere ich die Echos eben nicht. Das lohnt sich sehr, wenn ich jetzt irgendwie sehr weit in ein Gebiet vorgedrungen bin und denke so, ach, ich gehe besser mal zurück und gebe meine Echos aus, ehe ich sie verliere zum Beispiel, dann gehe ich damit zurück. Oder wenn ich nur irgendwo schnell hinrennen wollte, was zu holen. Was ich auffällig finde, ist, dass eben hier dieselbe Rune auch beschrieben ist. Beim letzten Mal habe ich das kurz angeführt. Das ist die Rune für Jäger, die auch für Blutechos das Symbol ist, zumindest spieltechnisch. Es ist extra betont, dass es eine baumelnde, umgekehrte Rune ist. Das ist bei dem Zeichen eines starken Jägers genauso. Das hier ist aber auf Pergament gezeichnet, während das hier wirklich in meinem Geist eingebrannt ist. Ich glaube, DMC Redgrave war es, der ist auch auf YouTube zu finden. Der hat die Theorie aufgestellt, dass Runen einfach nur Wörter sind, in dem Fall eben das Wort Jäger. Und es ist auf Pergament gezeichnet, weil man diese Runen eigentlich nur im Traum sieht und nicht in der Realität. Sie sind ja in den eigenen Geist eingebrannt. Also Runenschmied Carol, um die es später auch nochmal gehen wird, hat wohl die meisten von diesen Runen im Traum entdeckt. Und die Theorie ist, dass Jäger, wenn sie vom Traum aufwachen, weil wir hängen ja gerade noch am Traum quasi dran, wir sind noch Teil des Traums, aber falls wir jemals davon wirklich aufwachen sollten, ist es wie bei einem echten Traum und man vergisst mehr oder weniger alle Zusammenhänge. Es wird sehr schwammig, wie wenn man im echten Leben von einem Traum aufwacht, weiß man ja in kürzester Zeit nur noch, ich habe was Schlechtes geträumt, aber was es wirklich genau war, die ganzen Details, die vergessen die meisten Menschen dann doch recht schnell. Aber es gibt eben auch Menschen, die dann zum Beispiel Traumtagebücher führen, die sich schnell nach dem Aufwachen aufschreiben, was haben sie eigentlich geträumt. Dadurch bleibt es dann bewusst, dadurch kann man sich auch einfach besser erinnern. Und dieses Zeichen eines starken Jägers wirkt sehr, wie als wäre man aus diesem Traum aufgewacht, hat diese Rune in seinen Geist eingebrannt und zeichnet sie so schnell man kann noch irgendwie auf dieses Pergament, um sie sich eben klar vorstellen zu können, wie es hier auch geschrieben steht. Ist, finde ich, eine relativ schlüssige Theorie dazu, warum das hier auf einem Pergament gezeichnet ist. Und es ergibt auch sehr viel Sinn dahingegen, welche Leute einem die geben. Denn ich
erzähle das einfach jetzt schon mal, auch wenn das erst später mal wieder Thema wird. Eileen selbst war ganz offensichtlich auch mal ein Jäger wie wir, der an den Traum gebunden ist. Die hat aber eine ganz andere Mission als wir wahrscheinlich ausgeführt. Oder verfolgt zumindest heute eine ganz andere Mission, als wir es tun. Unsere Mission ist ja, wie im Traum erfahren, den Ursprung der Bestienseuche zu finden und zu beenden, sagen wir mal. Ob es um Vernichten geht, wurde so nicht gesagt. So, ich springe mal eben runter. Jetzt bin ich im ein Stockwerk tiefer. Hier habe ich gegen den Aussätzigen gekämpft. Einfach nur zur Orientierung. Da steht noch so einer. Ich steche dem einfach mal in den Rücken. Was soll schon passieren, nicht wahr? Das ist eine sehr blutige Angelegenheit. Da kommt direkt sein Kumpel gerannt. Also hier merken wir, ich habe es letztes Mal auch schon erzählt, diese Typen hier sind schon sehr weit fortgeschritten in ihrer Verwandlung zur Bestie. Und trotzdem machen die Bewohner mit denen immer noch einfach gemeinsame Sache. Warum auch immer. Die scheinen da ein bisschen eine weniger enge Definition davon zu haben, was jetzt eine Bestie ist und was noch ein Mensch ist. Hauptsache, es sind keine Ausländer. So, wir sehen schon, da stehen überall Ratten. Da kommt noch so ein Grommet. Hier draußen ist. Ich könnte hier jetzt natürlich einfach runterspringen, aber dann weiß ich ja gar nicht, wie ich jetzt hier wieder hochkomme. Also ich weiß natürlich schon, wo ich wieder hochkomme, nämlich hier bei dieser Leiter, aber da wieder hochzukommen, wenn man sich hier nicht um die Feinde oben gekümmert hat, ist natürlich auch ein bisschen eine schwierigere Angelegenheit. Ja. Der kommt automatisch, sobald man sich mit den Typen mit den Gewehren anlegt, kommt der angerannt. Und der ist auch ein bisschen schwieriger, weil er einen Speer trägt. Ist tatsächlich, obwohl ich es jetzt schon echt oft gespielt habe, eine der Stellen, wo ich immer noch am meisten sterbe. Weil man denkt, jetzt muss es aber schnell gehen. Und dann rennt man rein und endet einfach am Ende eines Speers. Aber das ist, finde ich, das Schöne an dem Spiel, dass man, egal wie oft man es gespielt hat, sich selbst bei den ersten Gegnern immer noch ein bisschen konzentrieren muss, dass es einem natürlich viel leichter fällt, wenn man einmal alles kennt und ganzen Kampfweisen kennt und weiß, wie man pariert und wo man langlaufen muss vor allen Dingen. Aber man muss trotzdem immer noch hinschauen. Das ist ja bei vielen anderen Spielen nicht so. Das ist jetzt aber auch gerade eher sehr ein... Naja. Wie es bei den meisten Fans von Souls-Spielen, wo Bloodborne ja auch dazugehört ist, halten wir uns natürlich alle für viel zu toll dafür, dass wir diese Spiele durchgespielt haben. Oh mein Gott, sind wir gut. Ja. Deswegen redet unser eins auch immer davon, was für super tolle Spiele das hier sind. Was, also ich bin wirklich der Meinung, dass es ein super tolles Spiel ist, aber es wird natürlich auch sehr viel einfach übertrieben. Kochen natürlich auch alle mit Wasser. Ja. So. So, das ist eine von den Leichen, die ich oben abgetrennt habe, die jetzt runtergefallen ist. Und es gibt Blutsteinscherben, das ist ganz nett. Jetzt haben wir schon 9 Stück, davon kann ich meine Waffe theoretisch auf +2 aufrüsten. Also die Aufrüstung erfolgt einfach ähnlich wie bei Dungeons and Dragons oder Pathfinder oder wie sie auch immer alle heißen, die ganzen klassischen Rollenspiele, dass deine Waffe, wenn sie aufgerüstet wird, eine Waffe +1 ist und wenn man sie nochmal aufrüstet, +2 und so weiter. Und in dem Spiel geht das bis +10 hoch. Man ist eigentlich durch die Materialien größtenteils daran limitiert, wie viele von den Waffen man jetzt effektiv aufrüstet. Man kann theoretisch unendliche von diesen Aufrüstmaterialien bekommen, weil man kann ja, wenn man das Spiel durchgespielt hat, einfach ein sogenanntes New Game Plus starten. Also das heißt, alle Gegner werden stärker, man startet wieder am Anfang, hat aber auch immer noch alles, was man gefunden hat, alle Gegenstände und so weiter. Ich glaube, nur Schlüssel verschwinden. Man ist natürlich stark genug, sich auch mit viel stärkeren Gegnern anzulegen, aber die Gegenstände, die man in der Welt findet, sind alle wieder da. Und dadurch kann man halt alles mehrmals aufsammeln oder verschiedene Pfade von Quests und so weiter erforschen. So. So, das ist ein neuer Gegenstand. Wissen des Verrückten.
Schädel eines Verrückten mit der Weisheit der Großartigen, bringt Einsicht. Kontakt mit der unheimlichen Weisheit ist ein Segen, denn selbst wenn man davon verrückt wird, dient man doch fortan einem höheren Sinn für die Nachwelt. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch, weil wir weder Ahnung haben bisher, was die Großartigen sind, was genau Einsicht ist, was die unheimliche Weisheit ist. Und der Gegenstand einfach für sich ist auch ein bisschen komisch, weil es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Totenschädel, aus dem einfach irgend so eine Energiewolke raussteigt. Wenn man sich das genau anschaut, sieht diese Wolke aber eher aus wie eine Schnecke, wie eine Nacktschnecke. Also man sieht oben die beiden Fühler und unten windet sie sich aus dem Schädel raus. Ist auch ganz bewusst so gewählt. Was genau Wissen des Verrückten ist, ist natürlich am besten später erklärt, wenn diese ganzen Dinge, die in der Erklärung aufgegriffen werden, ein bisschen bekannter sind. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt anfange, hier stundenlang über die Großartigen zu reden, wenn überhaupt noch nichts im Spiel bisher irgendwie darauf hingewiesen hat, was das sein soll. Und ich möchte das ja auch ein bisschen am Spielverlauf orientieren, alles. Effektiv zu wissen ist aber, wenn ich den benutze, erhalte ich einen Punkt Einsicht. Und ich habe ja am Anfang schon erklärt, dass die Puppe selbst nur mit sich reden lässt, also nur wach ist und nicht einfach nur eine stumme Puppe, wenn man mindestens einen Punkt Einsicht hat. Wenn man jetzt also zum Beispiel diesen Gegenstand hier holt, bevor man die Kleriker-Bestie trifft oder den anderen Boss, der heute hoffentlich auch noch vorkommt, und dadurch eben man Einsicht erhält, dann kann man sich durch diesen Gegenstand bereits, bevor man überhaupt einem Boss gegenübertritt, eine Einsicht holen und seine ganzen Echos für Level ausgeben. Und dann eben dem ersten Boss, den man trifft, mit einem viel höheren Level als dem Startlevel gegenüberzutreten. Kann Sinn machen, wenn man das möchte. Also wenn man sich schwer tut, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also nicht geringer Teil, diese Spiele zu lernen, liegt eben auch daran zu lernen, was man alles wie machen kann, welche Probleme man wie lösen kann. Es ist natürlich bei den meisten Problemen gibt es mehr Lösungen, als einfach nur stupide alles zu töten oder eher stupide draufzuschlagen. Viele Bosse haben irgendwelche Schwächen. Bei vielen Bossen kann man irgendwelche Elemente oder irgendwelche Zauber einsetzen, die besonders gut funktionieren. Und überhaupt erst zu wissen, an welcher Stelle sich welche Taktik lohnt. Da komme ich gleich drauf. Zu wissen, welche Taktik sich lohnt, ist natürlich auch ein sehr großer Teil dessen, das Spiel überhaupt zu lernen. So, ich schätze mal, mit dem Gegenstand, den ich verpasst habe, meinst du den Gegenstand von der zweiten Leiche, die ich von in dem Lagerhaus runtergeschlagen habe, und den habe ich nicht verpasst, den konnte ich nur nicht direkt holen. Also ich zeige auch gleich, warum. Ich bin ja auf der Seite hier runtergesprungen und habe da unten bei der Leiche den einen Gegenstand eingesammelt. Der andere liegt hier drüben, das heißt, ich muss hier nochmal hochkommen und auf der anderen Seite runterspringen, weil die beiden Seiten keine Verbindung zueinander haben. Oh, richtig aufgepasst. Deswegen bin ich erstmal die Leiter hochgeklettert und habe da oben alles eingesammelt, was es da so gibt. Man sieht bei mehreren bisschen langsameren Gegnern, was heißt langsamer? Bei mehreren Gegnern lohnt es sich sehr, die Peitsche auszupacken, obwohl die tatsächlich minimal weniger Schaden macht als der Stab. So, der Sägespeer. Das ist, warum ich eigentlich hergekommen bin. Eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die hauptsächlich von denen verwendet wird, die sich der Jagd verschrieben haben. Diese Säge fügt Bestien blutende Wunden zu und verwandelt sich zum Speer mittlerer Reichweite. Die Säge mit ihren scharfen Zähnen wurde zum Symbol der Jagd und wird zunehmend effektiver, je scheußlicher die Bestie sich verwandelt hat. So sieht das ganze Ding aus. So eine kleine, ich nenne es mal wieder Art Axt. Und wenn ich sie verwandle, wird sie zu so einem längeren Speer, der gar nicht wie ein Speer benutzt wird. Ja, man kann zustechen, aber größtenteils wird damit geschlagen. Es ist jetzt eine Sägewaffe. Ganz am Anfang hatten wir ja drei Waffen zur Auswahl. Da war auch eine Sägewaffe dabei, nämlich das Sägehackbeil. Das Sägewaffen verursachen auf spieltechnischer Sicht einfach Bonusschaden an Bestien. Das war, was dieser Text versucht hat, mir irgendwie zu vermitteln. Ich muss ja gar nicht mehr hoch. Dass ich, wenn ich irgendwelche großen Bestien treffe, jetzt so ab Werwolf und größer, also eben auch die Kleriker-Bestie und andere Bosse, die so groß sind,
verursache ich, glaube, 20% Bonusschaden gegen diese, wenn ich eine Sägewaffe einsetze. So. Falls jemand Lust hat, zu versuchen, sich zu orientieren, da oben der Bereich, wo dieser Werwolf steht, direkt über meinem Kopf, das ist kein Werwolf, so ein Aussätziger, vor dem ist der Ort, wo wir das Jägerset letzte Folge gefunden haben, aber ich glaube, sich in dieser Stadt zu orientieren ist, wenn man nicht selbst dreimal durchgelaufen ist, nahezu unmöglich. Es ist so verwinkelt. So. Den Sägespeer habe ich jetzt eben bewusst auch geholt, damit wir zum einen eben eine Zweitwaffe haben, die kann man einfach auf Knopfdruck wechseln, aber eben auch, weil es eine einfach sehr, sehr gute Waffe ist. Ich bin zwar selbst kein sehr großer Fan davon und ich werde bei Gelegenheit auch eine andere Sägewaffe besorgen dafür. Es wird aber noch eine Weile dauern. Aber er ist halt einfach unbestritten sehr effektiv. Und ich gehöre zu den Menschen, die am Ende, egal wie sehr sie versuchen, ihren Charakter gut aussehen zu lassen und nur Gegenstände zu tragen, die mir optisch gefallen, werde ich trotzdem immer auch eine der effektivsten Waffen versuchen zu tragen, was mir eben zur Verfügung steht. So, ich rede hier mal mit den Leuten, die erstaunlicherweise keine rote Lampe haben. Die haben eine Lampe, aber die leuchtet nicht rot. Verdammte Fremde, ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Oh Himmel, diese Verdorbenheit. Okay, dasselbe nochmal. Diese Lampen, die normalerweise vor den Türen stehen und rot leuchten, sind eben diese Duftstofflampen, die benutzt werden, um damit die Biester fernzuhalten. Und dass die hier bei dem Haus jetzt eben scheinbar keinen von diesem Duftstoff mehr haben, ist für die Bewohner des Hauses ein eher schlechtes Zeichen. Ist mir aber ehrlich gesagt egal, was mit denen ist. Ich kenne die ja gar nicht. Die sind ja auch immer gemein zu mir. So. Man hört es vielleicht schon ein bisschen. Hier läuft diese Hörspielmusik. So eine. Das habe ich in der letzten Folge, haben wir das auch schon mal gehört. Das war bei einem Haus auf einem Platz, wo ein Brunnen steht. Hier ist auch ein Fenster, wo ich mit jemandem reden kann. Jetzt mache ich erstmal hier die Tür auf. Es war nämlich genau dieser Platz hier. Das heißt, wir sind eine riesige Runde durch die Stadt gelaufen, um jetzt einfach von der anderen Seite an genau dieses Haus ranzukommen, wo ich mit jemandem reden kann. Man sieht hier, das Fenster ist vergittert, da hängen Ketten dran und im Zweifelsfall, selbst wenn die Gitter abgerissen werden, das immer noch verankert ist an den Ketten, schätze ich mal. Oder weil die Leute sonst das Fenster klauen, weiß ich nicht. Also hier sind überall sehr viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, damit im Zweifelsfall die Bestien hier nicht reinkommen. Selbst falls dieser besagte Duftstoff, man sieht hier, wie er dampft, selbst falls er ausgehen sollte, ist man nicht sofort den Bestien ausgeliefert. Wer seid ihr? Ich kenne eure Stimme nicht, aber ich kenne den Geruch. Seid ihr eine Jägerin? Könnt ihr dann bitte meine Mami suchen? Papa ist nicht von der Jagd zurückgekommen und sie wollte ihn holen gehen. Aber jetzt ist sie auch weg. Ich bin allein und habe Angst. Ich sag mal, wir versuchen mal, die Mutter von diesem Mädchen zu finden. Auffällig ist direkt, dass sie gesagt hat, sie kennt unsere Stimme nicht, aber den Geruch. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Bewohner von Yharnam sich gerne einfach mal viel am Geruch orientieren. Das heißt, wenn sie jemanden gut riechen können, dann vertrauen sie ihm vielleicht mehr. Warum sie den Geruch kennt, ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Das wird aber noch relativ bald schon aufgegriffen. So, wir versuchen einfach mal, die Mutter zu finden, weil warum nicht, wenn sie uns fragt? Es scheint ein kleines Mädchen zu sein. Also. Wirklich? Oh, danke. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Die erkennt man sofort. Oh, das darf ich nicht vergessen. Wenn ihr meine Mami findet, gebt ihr diese Spieluhr. Sie spielt eins von Papas Lieblingsliedern. Und wenn Papa uns vergisst, machen wir sie an, damit er sich wieder erinnert. Mami ist so dumm, sie ist ohne sie weggegangen. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Die erkennt man sofort. Oh, und wenn ihr sie findet, gebt ihr diese Spieluhr. Bitte,
Ich weiß, dass ihr das schafft. So. Ist schön, dass sie uns nur sagt, ja, die Mami hat eine rote Brosche, dass sie uns nicht einfach den Namen der Mami sagt. Aber wir haben einen Gegenstand von ihr bekommen. Wo haben wir es? Eine Spieluhr? Na, ist sie doch. Eine kleine Spieluhr. Eine kleine Spieluhr von einem Mädchen aus Yharnam spielt ein Lied ihrer Eltern. Im Deckel befindet sich ein kleines Stück Papier, vielleicht eine alte Nachricht. Zwei Namen sind schwach zu erkennen. Viola und Gascoigne. Viola ist der Name der Mutter, ist, denke ich, verhältnismäßig offensichtlich. Der Papa ist offensichtlich Gascoigne. So, ach ja, das ist ein benutzbarer Gegenstand. Das mache ich jetzt auch einfach gleich mal. Das ist genau das Lied, was hier die ganze Zeit lief. Und jetzt, wo ich die Spieluhr habe, ist es nicht mehr zu hören. Also offensichtlich kam das Lied einfach von hier drin und das Mädchen hat die ganze Zeit diese Spieluhr gespielt. Dann mache ich mich doch mal auf die Suche, nicht wahr? Einen Weg haben wir ja noch offen. Ist nicht unbedingt der schönste Weg, den man wählen könnte, aber es ist leider der einzige Weg, der uns noch bleibt. Nämlich abwärts. In die Kanalisation, in der wahrscheinlich sich auch das Aquädukt befindet. Da hinten sehen wir schon wieder das Kathedralenviertel, da wollen wir ja hin. So, ach, ich springe hier einfach mal runter. Hier liegen so ein paar komische, schläfrige Typen rum, die keine Beine haben. Ah, da wird einer wach. Das sind eklige Typen, die haben irgendwie... Die halten extrem viel aus, sind aber dafür sehr langsam. Also auch so ein typisches Videospielgegner-Ding. Haben aber auch sehr gemeine Angriffe. Das heißt, man muss aufpassen, nicht zu viel vor die zu geraten. Da lohnt sich die Peitsche eben sehr, wie man sieht. Da kann ich bei der Gelegenheit eigentlich auch mal das Sägespeer ausprobieren. Sammle ich erstmal ein, was hier so liegt. Oh, Quecksilberpool. Legt noch einer von denen. Okay. Bei dem Sägespeer lohnt sich sehr, den Transformationsangriff zu machen. Das heißt, ich schlage einmal zu und verwandle die Waffe dann einfach nur noch in ihren Modus. Das ist ein Angriff, der einfach stärker ist und eine hohe Reichweite hat. Ja. XCL-Plakat sagt richtig, die erinnern ein bisschen an die Phalanx aus der Painted World. Das ist aus Dark Souls 1 ein Level. Die Phalanx aus der Painted World ist wiederum eine Anspielung aus dem ersten Boss in Demon's Souls. Da weiß ich leider nicht, wie er heißt. Das ist einfach nur eine riesige Gruppe von diesen langsamen Typen, die Speere tragen und Schilder benutzen. Und man muss immer um sie rumlaufen und irgendwo die Öffnung finden. Ich habe selbst leider Demon's Souls nie gespielt, deswegen haben sich bei mir natürlich auch die Namen nicht so wirklich eingeprägt. Haben von hinten. So. Also man sieht schon, der Speer ist auch sehr effektiv. Ich werde den wahrscheinlich jetzt auch als erstes aufrüsten. Ich habe es ja am Anfang schon erzählt, dass der Stab zwar eine sehr, sehr gute Waffe ist, dafür aber erst sehr weit aufgerüstet werden muss, bis er sich so richtig lohnt. Und so schnell werden wir keine Waffe so richtig weit aufrüsten. Ich werde ihn später auf jeden Fall weiter benutzen. Aber anfangs ist der Sägespeer einfach um Welten effektiver. Mit den Hüten erinnern sie mich auch ein bisschen an Fear and Loathing in Las Vegas, den Typen. Auffällig finde ich, achtet da mal kurz drauf, diese Bluten, nämlich grün und nicht rot. Das ist in dem Spiel auch ein sehr interessanter Aspekt, dass die Gegner meistens verschiedenfarbiges Blut haben, weil es spritzt ja bei jedem Schlag Blut. Es gibt, glaube ich, eine Gegnerart, bei der das nicht so ist. Die hier haben eben grünes. Das könnte sein, dass sie einfach schon sehr mit diesem ganzen brackigen Wasser hier unten so durchsetzt sind und dass sie einfach selbst schon so eine Art Zombies geworden sind.
ist nicht so ganz klar, was mit denen ist, weil so wirklich effektiv Zombies findet man hier zumindest in der Wachwelt eigentlich nicht. So, wenn ich in den Tunnel reinschaue, sieht man da hinten schon was Größeres stehen. Weiß ich nicht, ob ich mich damit jetzt direkt anlege. Ich kletter erstmal hier die Leiter hoch und guck mal, was da oben ist. So, und wir sind dem Kathedralenviertel schon wieder eine ganze Ecke näher gekommen, wie es aussieht. Das da drüben ist es schon auf der anderen Seite von dieser Brücke. Nein, das ist keiner von diesen Henkern. Das war ein großes vierbeiniges Tier. So, also ich gehe jetzt auch erst nochmal noch nicht über diese Brücke drüber. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Wir haben nämlich auch damit jetzt diesen Fahrstuhl freigeschaltet. Also auch eine von den typischen Souls-Abkürzungen, dass man den Fahrstuhl erstmal aktivieren muss und ab dann kann man ihn benutzen und ist ein ganz Stück weiter vorne als vorher. So, jetzt sind hier die Trolle. Ich glaube, vor 20 Minuten habe ich davon geredet, dass ich mich mit denen jetzt nicht anlegen werde. Jetzt tue ich es doch. Puh. Die sind eigentlich nicht schwierig, man kann die sehr, sehr leicht parieren, aber wenn man hier hochkommt, sind es eben zwei. Das ist natürlich eine ganz andere Ansage. Na komm. Ach. So. Warum einfach, wenn es umständlich geht? So, und wenn ich hier den Weg langlaufe, weiß natürlich jeder sofort, wo wir sind, nämlich, ja, wieder beim dunklen Haus ganz am Anfang. Also am Anfang dieser Folge, nicht am Anfang des Spiels, aber das hier ist ja quasi der Anfang des Spiels hier. Man muss ja eben nur da drüben lang gehen. So, mit unseren fast 4000 Echos gehe ich mal in den Traum und guck mal, was wir damit alles anstellen können. Ich werde jetzt zum Beispiel den Sägespeer damit mal aufrüsten gehen, einfach damit wir mehr Schaden verursachen. Man kann das natürlich auch mit dem Sägespeer auf Level 1 gut schaffen. Aber warum sollte man? So, das passiert hier drin bei dieser Hütte. Hier ist die Werkstatt. Auffälligerweise ist German, der Mann im Rollstuhl, gerade nicht da. So, Waffe verstärken. Man sieht oben rechts, wie viele Blutsteinscherben wir haben. Wir brauchen erstmal 3 und dann brauchen wir 5. Der Sägespeer ist jetzt plus 1, jetzt ist er plus 2. Ist ein relativ simples System. Wir sehen aber auf der rechten Seite eben auch diese, also direkt jetzt rechts von dem Sägespeerfeld sind diese 3 Fenster mit so sternförmigen und mondförmigen Symbolen drin. Oder hier dreieckigen. Das sind quasi ja, Slots für Blutedelsteine, die ich da einsetzen kann, ähnlich wie die Edelsteine bei Diablo, die meine Waffe verstärken. Aber dafür brauche ich auch erstmal ein Werkzeug, um das einsetzen zu können. Wir haben ja im ersten Teil beim Henker bereits so einen Stein gefunden, der den physischen Angriff erhöht. Aber damit kann ich jetzt leider noch gar nichts anfangen. So, ich schaue mal kurz, ob German zufällig gerade hier hinten rumsitzt. Das macht er nämlich manchmal. Aber sieht nicht so aus. Das heißt, der ist gerade weg. Wo auch immer der sein könnte, weil er ist ja hier auch nur in diesem kleinen Traum unterwegs. Vielleicht irgendwo da hinten in dem Gebiet, wo wir noch nicht rein können. Ist ja noch eine Tür, die noch geschlossen ist. Die wird sich natürlich auch später im Spiel noch öffnen. Und hier geht es noch weiter. Aber das ist ja jetzt auch gerade gar nicht wichtig. Ich habe die Waffe aufgerüstet und die restlichen Blutechos gebe ich jetzt mal für Level aus. Willkommen, nach was wünscht ihr? Nun gut. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Man sieht im Hintergrund den Charakter und die Puppe, wie sie irgendwie ihre Hände um die Hand von dem Charakter hält. Ein bisschen schwierig zu erkennen wahrscheinlich. So. Vitalität schadet nie. Ich level das jetzt erstmal auf 15 hoch. Dann sind wir schon Level 16, sieht man ganz oben. Lebt wohl, möget ihr euer Heil in der wachen Welt finden.
Und damit... Ah, ich gebe mal noch den Rest der Echos auf für, aus für Munition oder... Ah, Blutfiolen. Eine. Naja. Da haben wir gerade ein bisschen einen kleinen Vorrat, aber das wird schon noch. Jetzt geht's wieder zurück. Kommen eigentlich ganz gut voran diesmal. Aber diesmal habe ich auch nicht die erste halbe Stunde komplett verlabert. Natürlich geht das Ganze, wenn man einfach mal weiß, wo man lang muss, auch einfach viel schneller. Aber ich finde es auch eine große Faszination von dem Spiel, die ganzen Level in Ruhe zu erkunden, sich zu orientieren, herauszufinden, was es wo gibt, welche Gegner es wo gibt. So, ich laufe hier erstmal wieder einfach durch das Haus. So. Und wieder einfach hier hinten lang. Mache ich größtenteils deswegen, weil man sich ja nicht jedes Mal mit diesen beiden Trollen anlegen muss. Ich renne da jetzt einfach mal vorbei in den Fahrstuhl rein, dann lasse ich mich auch in Ruhe. Können zum Glück keine Fahrstühle benutzen. Es ist natürlich, es funktioniert natürlich sehr gut, auch einfach immer an allen Gegnern vorbeizurennen, wenn man mal weiß, wo man lang muss. Gerade Speedrunner machen sowas ja gerne, die spielen dann das ganze Spiel in anderthalb Stunden durch und rennen an allen normalen Gegnern einfach vorbei. So, jetzt habe ich entweder die Möglichkeit, hier über die Brücke zu gehen oder runter in den Tunnel zu gehen und mich mit diesem Monster da unten anzulegen. Ist beides nicht schön, ich gehe mal hier lang. Da vorne sieht man schon einen kleinen Mob an Leuten. Mit Fackeln und ganz oben direkt jetzt über dem Kopf von meinem Jäger erkennt man vielleicht so einen großen runden Kreis, der da verdächtig am Horizont prangt. Ach, so viele Leute. So, jetzt sieht man auch schon, was das für ein großer runder Kreis war. Weil warum auch nicht? Der ist jetzt einfach runtergefallen. Ein riesiger brennender Ball, den die einfach über ihre eigenen Leute jagen, weil Hauptsache der Ausländer ist tot. Ne? Ist egal, wie viele eigene Leute dabei sterben. Kann man ja am Ende der Familie sagen, es wäre der Ausländer gewesen, der sie getötet hat. Also, ich bin ein großer Fan von den Leuten hier. So, das ist schon das Viertel, wo wir hinwollen. Muss ich nur noch durch diese Leute hier durch. So, der Schaden von diesen Visceral Attacks, die ich gerade ausgeführt habe, erhöht sich auch mit dem Level des Charakters. Er erhöht sich auch mit dem Skillwert noch viel mehr, aber wenn man einfach nur irgendwas levelt, wird der Schaden davon auch schon mehr. Weswegen ich den jetzt mit einer Visceral Attack komplett einfach töte, ohne ihn nochmal schlagen zu müssen. So, bevor ich weitergehe, denke ich, ich schaue mir doch nochmal an, was da unten in der Kanalisation war, weil es ist ja eigentlich derselbe Weg, nur direkt hier drunter. Man möchte ja mal alles gesehen haben. Zwei Raben, ach, die ignoriere ich jetzt mal und guck mal, ob ich das schaffe. Da kommt es schon auf mich zugerannt. Es ist ein riesiges Schwein. Eieiei. Es kotzt. Aber ich kann es auch visceral und natürlich einfach mal. Gemächlich wie der Tierarzt. Ich möchte nicht drüber reden, was gerade passiert ist. Jedenfalls ist Schwein tot. So, Sägen, Jägerabzeichen. Das ist doch interessant. Und was haben wir hier? Kaltbluttau. Gucken wir doch gerade mal, was das Sägen, Jägerabzeichen sagt. Ein vor langem in der Werkstatt hergestelltes Abzeichen. Beweist das Können des Trägers als Bestienjäger. Die Werkstatt existiert nicht mehr und keine Gruppe erkennt dieses wertlose Abzeichen außer den Boten im Bad, die dessen Bedeutung verstehen. Bestimmte Dinge
können nur einem Jäger anvertraut werden, der dieses Abzeichen hat. Zumindest glaubt man das. Ich habe bei dem Schwertjägerabzeichen schon drüber geredet. Wenn man so ein Abzeichen findet, verkaufen die Bartboten einem eben neue Gegenstände. Hier ist jetzt die genaue Erklärung, warum die das machen. Weil die denken, man wäre Jäger von einer bestimmten Werkstatt im Grunde genommen. Es gibt ja verschiedene Fraktionen von Jägern. Eben nicht umsonst das Schwertjägerabzeichen, das ist ein Jäger von der Kirche. Aber es gibt eben auch noch haufenweise andere Fraktionen, wie zum Beispiel die... mir fallen nur englische Namen ein, wie peinlich. den Chor gibt es zum Beispiel oder die Henker oder, also Henker sind auch eine Fraktion tatsächlich. Die Jäger der Jäger, die Pulverfassjäger und so weiter. Das sind alles verschiedene Fraktionen und wenn ich Abzeichen von denen besitze, kann ich Gegenstände von dieser Fraktion kaufen. So. Ich gehe jetzt dafür nicht extra zurück in den Traum. Ich verrate euch einfach, dieses Abzeichen ist. Durch dieses Abzeichen kann ich die Waffen alle kaufen, die ich von den Boten am Anfang auch zur Auswahl hatte. Das heißt, alle von den 3 Start-Nahkampfwaffen und den 2 Start-Schusswaffen, falls ich mich jetzt nochmal umentscheide oder einen von denen auch ausprobieren möchte und so weiter. Das ist natürlich ganz nett, wenn ich die einfach kaufen kann. So, jetzt bin ich wieder hier bei der Brücke oben. Also es ist wirklich exakt derselbe Weg. Man muss sich halt nur entweder mit einem Schwein oder mit einem Mob anlegen. Hier kann man auch mal runterschauen. Da unten sind tatsächlich noch sehr viele Gebäude. Ich kann aber jetzt schon verraten, dass man das Ganze hier unten natürlich auch nochmal besuchen wird. Man sieht ja, da sind extra Treppen gebaut und alles, kleine Höfe, da stehen auch Statuen. So detailreich sind die Städte im Hintergrund, in die man nicht reinkommt, dann meistens eben doch nicht. Also das hier ist ein späteres Level, was wir da unten sehen. So. Noch weiter. So, da sind schon wieder 2 Aussätzige, die da einfach rumgammeln. Als wollten sie von mir getötet werden. Ah, oder als wollen sie mich töten, natürlich. Das kann ja auch mal passieren. Eieiei. Die sind gar nicht so einfach. Ja, vielleicht doch. Man muss nur keine Angst vor denen haben, dann sind sie plötzlich ganz einfach, aber ich habe immer Angst vor denen. So, und hier liegt noch ein Zeichen eines starken Jägers. Haben wir jetzt vorhin schon ausführlich besprochen. So, ist der einzige Weg, den es gibt. Ein riesiger Friedhof, auch schon wieder sehr verdächtig mit einem kleinen Torbogen, aber... Bestien überall. Ihr werdet zu ihnen gehören. Früher oder später. So, der nächste Boss, Pater Gascoigne. Erinnern wir uns schon dran? Es ist der von der Spieluhr. Ich versuche erstmal ein bisschen Zeit auszunutzen. Ich spiele mal die Spieluhr und wir gucken mal, was passiert. Und er hält sich den Kopf. Er kennt das Lied. Ah, aber er ist auch sehr aggressiv, der Mann. Eieiei. Hier gibt's auch keine Pause. Ich stelle mich auch ein bisschen an, um ehrlich zu sein. Oh,
Was ist das für ein Geruch? Das ist ein Blut. Oh, es singt für mich. Genug, um einen Mann krank zu machen. Ah, ja, ja. Ach, das ist ein Mist. Oh, jetzt verwandelt er sich einfach mal in einen riesigen Werwolf. Warum auch nicht? Den kann man aber sehr, sehr leicht parieren. Das ist das Problem an dem. Oder was heißt das Problem an ihm? Das ist sein Problem, nicht meins. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. So, das ging jetzt relativ schnell. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber bei dem Boss muss man einfach dranbleiben. Da kann ich leider nicht lang rumlaufen und erzählen. Es ist der erste Pflichtboss in dem Spiel. Die Klerikerbestie muss man nicht bekämpfen. An der kann man einfach einen anderen Weg nehmen und dann eben hier hinkommen. Aber hier muss man vorbei, wenn man das Spiel durchspielen will. Und er ist so gesehen auch der Tutorial-Boss, der einem beibringen soll, wie man eben dieses Spiel zu spielen hat. Weil man ist es ja von zum Beispiel Dark Souls und Demon's Souls sehr gewöhnt, dass man sich die ganze Zeit hinter seinem Schild versteckt und sehr, sehr lange schaut, was macht mein Gegner eigentlich, wo ist eine Öffnung, wann schlage ich zu, und man heilt sich immer viel und geht auf Abstand. Und in dem Spiel hier hat man dazu überhaupt keine Chance. Er bleibt die ganze Zeit aggressiv an einem dran und er ist extra eben auch wie wir ein Jäger. Er trägt eigentlich nur Ausrüstung anfangs, die wir auch haben könnten, die Axt und die Schrotflinte. Und er rennt die ganze Zeit hinter einem her und versucht einen zu schlagen. Das soll einem zeigen, genauso soll man auch spielen. Du sollst an Gegnern dranbleiben. Wir haben ja dieses, wie nennt sich das in Deutschland, Rally-System, Englischen, dieses System, das bedeutet, dass ich mich heile, wenn ich Gegner schlage. Also zumindest kurz nachdem ich Schaden erhalten habe, kann ich mich heilen, indem ich Gegner schlage. Ich sollte nicht von ihm weg ausweichen, weil seine Schläge extra alle so getimt sind, dass wenn er einfach um sich schlägt und ich nach hinten ausweiche, trifft er mich direkt wieder. Dafür hat er eine zu große Reichweite. Deswegen muss ich nach vorne in ihn rein ausweichen oder um ihn rum. Genauso beim Heilen. Wenn ich versuche wegzukommen, um mich zu heilen, dann tötet er mich einfach. Das heißt, ich laufe an ihm vorbei und heile mich direkt hinter seinem Rücken, da wo ich normalerweise auch schlagen könnte. Wenn ich Zeit habe zum Schlagen, habe ich Zeit, mich zu heilen. Ihn parieren ist eben auch eine sehr gute Taktik. Also man kann ihn natürlich sehr leicht einfach die ganze Zeit nur parieren. Macht man 5 Mal, dann ist er tot. Das heißt, es lohnt sich auch sehr, das zu lernen bei dem. Er schießt einem ja auch dauernd ins Gesicht. Er kann einen theoretisch, glaube ich, sogar auch parieren. Also das heißt, er bringt ja nur in diesen Zustand, er setzt keine von diesen Eingeweide-Attacken auch an. Aber er könnte theoretisch. Also die Arena ist relativ klein, voller Hindernisse. Und das ist, gerade am Anfang gibt es viele Spieler, die überhaupt nicht klarkommen, die sich dann hinter diesen Grabsteinen verstecken, die große Axt nehmen und durch die Grabsteine den schlagen. Und plötzlich, ab 30% wird er zu einem Werwolf. Und dann schlägt er die Grabsteine auch einfach kaputt. Das ist ihm dann egal. Dann rennt er auf einen zu und macht einen kaputt. Spätestens dann muss man lernen, mit ihm umzugehen. Was ich jetzt nicht viel in Szene setzen konnte, ist die kleine Spieluhr. Ich habe die einmal am Anfang benutzt. Er hat sich den Kopf gehalten. Als würde er sich erinnern, was die Melodie bedeutet. Das ist ja, wir erinnern uns, steht ja in der Spieluhr der Name Viola und der Name Gascoin. Gascoin war ja jetzt eben gerade dieser Kerl, der aus diversen Gründen jetzt ausgerastet ist und einfach wild um sich schlägt und alles umbringen will. Also wir sehen hier diesen riesigen Leichenhaufen, wo er angefangen hat. Ja, was heißt riesiger Leichenhaufen? Es sind nur 2 Leichen, das ist für Bloodborne-Verhältnisse nichts, aber trotzdem sind es Leichen. Diese Spieluhr kann man benutzen, um halt ein bisschen Zeit zu gewinnen, sich zu heilen. Der Witz ist allerdings auch, wenn ich die Spieluhr 3-mal benutze, solange er noch in menschlicher Form ist, verwandelt er sich sofort in den Werwolf, selbst wenn er noch 100% Leben hat. Und auch in seiner Werwolfsform wird er nur ein einziges Mal durch diese Spieluhr betäubt und dann nicht mehr. Das heißt, man kann sich auch nicht drauf verlassen und macht es sich, wenn man sich zu sehr drauf verlässt, sogar schwieriger. Weil wenn ich Probleme gegen die Jägerform habe, habe ich auch Probleme gegen die Werwolfform. Natürlich, die ist ja viel schneller, viel aggressiver. So, ich aktiviere jetzt erstmal hier die Lampe. Und ja, guck mal, was da oben liegt. Da ist ein Gegenstand. Die Arena hier geht hier auch noch weiter hoch.
Also dieses gesamte Gebiet kann ich eigentlich nutzen im Kampf. Das heißt, ich könnte theoretisch auch vor ihm weglaufen auf die Treppe, wo ein Gegner immer schwieriger treffen, man die Gegner aber auch schwieriger trifft. Dieses Tor hier ist natürlich zu, da komme ich dann während dem Kampf natürlich nicht durch. Und hier geht's wieder runter. So, bevor ich da jetzt runtergehe, lesen wir mal kurz, was wir gefunden haben von dem Gegner. Öden Grabschlüssel. Schlüssel zum Tor, das das Grab Ödens versperrt. Jenseits des Grabs findet man die Ödenkapelle im Zentrum des Kathedralenbezirks. Doch heute ist die Kirche verlassen und man sagt, dass die Einwohner von Öden verrückt geworden sind. Der Name Öden wird noch ein paar Mal auftauchen, das ist auch für später, für viel, viel später erst ein Thema. Es ist nämlich einer der wichtigsten Namen im Spiel. Witzigerweise außer im Deutschen halt auch einer der kompliziertesten Namen, weil gerade im Englischen die Leute immer sagen Oiden, Oiden, Udin. Also es ist sehr kompliziert, die meisten schreiben ihn auch falsch. Im Deutschen ist Öden relativ klar. Also ist auch offiziell die Aussprache dieses Namens. Und wo ich gerade bei dem Thema bin, Aussprache der Namen, der Name Gascoigne ist natürlich auch ein großes Rätsel, wie wird er gesprochen? Es ist keine offizielle Aussage, dass der Name Gascoigne ist. Ich denke, der Name ist französisch. Die Endung spricht sehr dafür. Es gibt im Spiel tatsächlich eine Quelle, die besagt, dass man ihn Gascoigne ausspricht im Englischen. Das ist allerdings Eileen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, hat Eileen einen sehr, sehr starken Dialekt im Englischen. Ist natürlich dann schwierig zu sagen, ob Eileen weiß, wie man einen französischen Namen ausspricht, wenn sie einen so starken irischen Dialekt hat und nicht mal das Wort Hunter aussprechen kann. Deswegen, ich denke, ich bleibe einfach bei der Aussprache Gascoigne. Das klingt, finde ich, richtig, aber lässt sich natürlich drüber streiten. So, dann haben wir hier einen Körper und finden die Rotjuwelbrosche. Ich denke, das ist allen klar, was das jetzt zu bedeuten hat. Hellrote Brosche einer Frau mit dem eingravierten Namen Viola. Vielleicht ist das Juwel ein Geschenk eines Jägers, zur Verwandlung in einen Tropfen Blutedelstein, der jede Waffe verstärkt. Mit dem richtigen Werkzeug können verschiedene Waffen verstärkt werden. Das bedeutet offensichtlich, diese Leiche hier, es ist eine Frau, eine blonde Frau, ist höchstwahrscheinlich, oder was heißt höchstwahrscheinlich, also ganz offensichtlich ist das hier Viola, die Mutter des kleinen Kindes, von dem ist ihr Vater. Das Mädchen hat gesagt, dass Gascoigne sich selbst vergisst, wenn er die Spieluhr nicht hört. Und scheinbar hat er sich jetzt hier ob der Jagd einfach selbst vergessen. Er sagt ja auch sehr viele Sachen wie alle sind Biester, früher oder später seid ihr auch eines. Wenn man gegen ihn stirbt, das hätte ich vielleicht mal machen sollen, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, hat er auch noch einen Dialog. Sinngemäß, ihr seid wohl zu stolz, euer wahres Gesicht zu zeigen. Das bedeutet, wahrscheinlich spielt er darauf an, dass wir eigentlich auch bereits ein Biest sind. Wir sind natürlich nicht verseucht, also ich hoffe mal, wir sind nicht verseucht, aber Biest ist ja mehr als einfach nur Biest ist ja nicht wirklich nur eine Seuche, Biest ist ja mehr oder weniger ein Lifestyle, das heißt, wir rennen ja rum und hauen alles zu Brei, was uns irgendwie vors Gesicht kommt. So, ich renne hier jetzt aber einfach mal durch, ganz im Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, haue ich hier jetzt mal nicht alles zu Brei, weil hier waren wir schon. Ich möchte jetzt einfach nur noch mal zu dem Mädchen gehen und der die mehr oder weniger traurige Nachricht überbringen. Das heißt, Gascoigne erkennt einfach, dass wir einfach auch schon sehr weit fortgeschritten sind auf dem, ich nenne es mal Spektrum, was es bedeutet, ein Biest zu sein. Ich weiß nicht, ob Spektrum jetzt so eine schlaue Wortwahl ist, wird sich aber später noch zeigen, warum ich dieses Wort wähle. Und es soll, glaube ich, auch für den Spieler ein bisschen ein Hinweis sein, dass man eben mehr auch wie ein Biest spielen soll, eben dieses, wie angesprochen, aggressiver soll man spielen. So. So. Hier geht's hoch zu dem Mädchen, für das ich die Mutter suchen soll. Die habe ich ja jetzt offiziell gefunden, die Mutter. Ist nur nicht so schön, was ich da gefunden habe. Bevor ich jetzt mit dem aber rede, ich kann ihr jetzt die Brosche einfach geben, die Brosche von ihrer Mutter. Spieltechnisch macht es keinen Unterschied, ob ich ihr die gebe oder nicht. Und ich kann die Brosche auch benutzen und zu einem Blutedelstein machen. Und das werde ich auch tun. Also ich empfehle auch jedem, das einfach zu machen. Das heißt, der Jäger zerschlägt sie und erhält einen roten Blutedelstein. Wiedergewinnungspotenzial. Ah, okay.
Ein Blutedelstein, der Waffen verstärkt und verschiedene Attribute gewährt. Tropfenblutedelsteine sind spezielle Juwelen, die sich an verschiedene Waffen und Formen anpassen. Dieser Blutedelstein stammt aus einer hellroten Brosche und verstärkt den Sammeleffekt. Sammeln ist eine wichtige Jägerfähigkeit und steht für den kampferprobten Jäger, der häufig als einziger ein Blutbad übersteht. Ich schätze mal mit Sammeln, das ist jetzt eine, ich schätze mal, Fehlübersetzung von Wiedergewinnungspotenzial, was eben da in der Mitte bei Blutedelsteineffekte aussteht. Ich schätze mal, Wiedergewinnungspotenzial ist der offizielle Spielbegriff dafür, für diesen Effekt, dass man sich heilt, wenn man Gegner schlägt. Und hier wurde das womöglich von einer anderen Person übersetzt oder ich weiß nicht, warum es da jetzt Sammeln heißt, weil macht ja eigentlich keinen Sinn, das da anders zu nennen. So, ich kann jetzt mit dir reden. Hallo Frau Jägerin, ihr habt meine Mami noch nicht gefunden? Ja, okay. Ich kann warten. Mami weiß, dass ich sehr tapfer bin. Und ihr seid sehr nett. Ich habe keine Angst. Ich werde brav sein. Versprochen. So, wenn ich ihr die Brosche jetzt gegeben hätte, hätte ich die Quest jetzt quasi schon weiter fortgeführt. Also ich muss jetzt dann nochmal hierher kommen. Aber ich kann auch ab einem späteren Zeitpunkt im Spiel, zu dem wir gleich kommen werden, kann ich das genauso machen. Und dann denselben Effekt erzielen. Ich bin, um ehrlich zu sein, jetzt gerade nur hier schon mal hingelaufen, weil ich nicht dran gedacht habe, dass ich erst weiterkommen muss, um die Quest fortzusetzen. Aber ist ja auch kein Drama jetzt. So, dann gehen wir wieder hier hoch. Jetzt geht's weiter. Also ihr könnt ja auch oben rechts sehen, dass unsere Einsicht jetzt schon wieder gestiegen ist. Wir haben wieder einen Punkt dafür erhalten, den Boss gesehen zu haben, in dem Moment eben Gasquan, und drei dafür, ihn besiegt zu haben. So. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo den Faden verloren beim Weg hier rüber. Ich habe irgendwas über Biester und Gasquan geredet. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, worauf ich hinaus wollte. Falls irgendjemand noch eine Frage hat, immer raus damit. So, ich gehe jetzt nicht in den Traum, ich gehe jetzt erstmal hier oben weiter. Denn jetzt sind wir ja quasi im Kathedralenviertel angekommen, wo wir ja die ganze Zeit schon hin wollten. Der Schlüssel von Gasquan ist extra für diese Tür, damit man hier eben erst rauskommt, wenn man ihn auch besiegt hat. Ein bisschen komisch, deswegen, weil Boss-Arenen ja eh immer durch diese Nebeltore abgegrenzt werden. Ich habe das Gefühl, es sollte einfach, war einfach nur designtechnisch, kam es den Machern nicht sehr schön vor, da ein Nebeltor hinzupacken statt einer Tür. Und der Schlüssel gab ja auch jetzt auch ein bisschen Hinweise darauf, was das hier für ein Grab sein soll. Also es scheint entweder das Grab von Ödin zu sein oder Ödin gewidmet zu sein. Oder ist vielleicht nach der Kathedrale benannt, die hier drüber steht. Also es ist nicht die Kathedrale, aber eine kleinere Kathedrale, die eben Ödin gewidmet ist. So, hier ist so ein kleiner Studienraum mit sehr vielen Büchern. Wir finden in diesem Spiel haufenweise Bücher. Es geht in diesem Spiel ja auch sehr um die Suche nach Wissen. Hier scheint so eine Art Modell eines Solarsystems zu sein, aber halt eben aus Scheiben. Ist leider jetzt sehr klein und es gibt nicht wirklich viel zu erkennen. Man erkennt es nicht, ob es jetzt heliozentrisch ist oder nicht. Also weiß ich auch nicht, ob das wichtig ist. Also die Sternensysteme an und für sich oder was wir in diesem Universum jetzt für einen Glauben an das Sonnensystem haben, ist, glaube ich, nicht relevant. Der Weltraum selbst schon, aber das kommt auch erst später. So, und hier liegt eine Nachricht. Die Bergenworth-Spinne verbirgt alle möglichen Rituale. Eine furchtbare Schande. Es bringt mich zum Schaudern. Also was Kryptischeres habe ich bis jetzt noch nicht gelesen in meinem Leben. Wir wissen nicht, was Bergenworth ist, was diese Spinne sein soll, was für Rituale und so weiter. Aber natürlich, wie bei so vielen Sachen, das ist für einen späteren Moment wichtig. So, es ist nur wichtig, das Wort Bergenworth schon mal gehört zu haben. So, und hier ist eine Truhe. Das ist doch immer schön. Es gibt in diesem Spiel leider keine Mimics, aber Truhen gibt es trotzdem. Blutedelstein, Werkstatt, Werkzeug. Schönes Wort. Ein verlegtes Werkstattwerkzeug aus dem Traum des Jägers. Der Jäger, der es wiedererlangt, kann Waffen durch das Einfügen von Blutedelsteinen verbessern.
Blutedelsteine verleihen Waffen bei einer Verstärkung Attribute, da Blut einen Organismus definiert. Das ist schön gesagt. Es ist im Grunde genommen das Werkzeug, was ich brauche, um diese Edelsteine in meine Waffen einzusetzen. Was ich in dem Moment auch relativ witzig finde, es sieht einfach aus wie eine Presse. Also man dreht oben an diesen Griffen und presst unten diesen Stempel runter. Diese Blutedelsteine einzusetzen, heißt offensichtlich, dass sie einfach nur mit Gewalt in diese Waffe reingedrückt werden, in diese Form rein. So, Kathedralenbezirk. Das Wichtigste, was in dieser Sequenz gerade zu sehen war, war, dass der Charakter auf das Fenster geschaut hat, der Himmel ein klein bisschen dunkler geworden ist und die Kirchturmglocke geläutet hat. An bestimmten Stellen des Spiels wird die Zeit ein bisschen fortgesetzt. Das heißt, wir haben ja angefangen im Anfang des Abendrotes. Jetzt ist die Zeit ein wenig vorangeschritten. Das passiert natürlich nur bei den Pflichtbossen irgendwann. Also ungefähr alle zwei Bosse schreitet die Zeit ein bisschen voran. Das sind dann immer feste Punkte. Und da verändert sich die Welt auch immer ein bisschen. Das heißt, es lohnt sich gerade, wenn man eben das gemacht hat, lohnt es sich immer sehr, nochmal mit allen Leuten zu reden, die man schon mal getroffen hat, um zu gucken, ob irgendwas jetzt anders ist. So, ich aktiviere mal als erstes die Lampe hier. Und dann, also wir sind in einer kleinen Kathedrale. Hier sitzt irgend so ein gruseliger Typ. Dann rede ich einfach mal. Oh, ihr müsst eine Jägerin sein. Verzeiht, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Gut, gut. Ich habe auf einen von euch gewartet. Wegen dieser Jagden haben sich alle drinnen verschanzt. Und warten darauf, dass es endet. Das tut es immer. Das war schon immer so, wisst ihr? Seit Ewigkeiten. Aber dieses Mal wird es kein gutes Ende nehmen. Sogar in ihren Verstecken werden manche böse. Das Schreien der Frauen, der Geruch von Blut, das Knurren der Bestien. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Janam ist am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden trefft, der seinen Verstand beisammen hat, erzählt von der Oedon-Kapelle hier. Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen. Wenn es euch nichts ausmacht. Okay, der ist jetzt schon sehr verdächtig. Bevor ich über den rede, auffällig, er hat es jetzt Oedon genannt und nicht Öden, wie ich vorher großspurig behauptet habe, es wäre die offizielle Aussprache. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es die offizielle Aussprache ist, aber na gut, wenn er Oedon sagt, dann sei das wohl so. Ja, insgesamt ein sehr verdächtiger Typ. Es sieht auch ein bisschen gruselig aus. Er hat jetzt als Begrüßung direkt gesagt, oh, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Also er nennt es auch Weihrauch, diesen Duftstoff. Ich habe es in der ersten Folge schon mal erwähnt, wird jetzt auch relativ bald, glaube ich, schon Thema. Es handelt sich nicht um Weihrauch, sondern um eine Art von anderem Duftstoff. Aber belassen wir es mal dabei, dass er sagt, dass er glaubt, es wäre Weihrauch. Jedenfalls, er hat uns nicht bemerkt, weil der Weihrauch unseren Geruch überdeckt hat. Diese Person, lässt sich jetzt schwer erkennen, aber hat komplett weiße Augen. Die Person ist blind, erkennt aber über den Geruch Leute. Ist jetzt so, sieht wirklich einfach gruselig aus, hat so richtig lange, dürre Ärmchen, so lange Arme hat ja einfach keiner. Da ist auch wichtig zu wissen, dass eins der ersten Anzeichen davon, dass man verseucht ist, ist, dass der eine Arm einfach viel länger und haariger wird. Also man sieht auch bei sehr vielen von den Dorfbewohnern, dass ein Arm so richtig lang und haarig ist. Das ist so dieser Yarnum-Style, der auch in manchen Gegenständen beschrieben wird. Die sind einfach alle schon am Anfang ihrer Mutation. Tatsache, dass der auch so zwei so lange Arme hat, bedeutet also nicht zwingend, dass er schon am Verwandeln ist, weil seine Arme sind scheinbar noch gleich lang. Scheint einfach nur ein gruseliger, skelettartiger Typ zu sein, der hier kniet und will, dass ich ihm Leute schicke. Ist natürlich sehr verdächtig.
folgt aber eben auch der mehr oder weniger altbekannten Souls-Formel. Je verdächtiger, gruseliger und ekliger ein NPC ist, umso eher kann man ihm vertrauen. Gilt natürlich nicht bei allen, ist aber eine sehr gute Faustregel. Gerade die Leute, die besonders nett wirken und trotzdem einfach ein bisschen finster lachen, sind meistens die, bei denen man aus dem Weg gehen sollte. Der wirkt allerdings eher verdächtig. Interessant ist aber, dass er gesagt hat, wir sollen hier Leute herschicken, weil die hier in Sicherheit sind, eben auch wegen dieses ganzen Weihrauchs. Wir sehen hier überall diese Patches zum Beispiel. Das ist einer von diesen Charakteren, die man aus dem Weg gehen sollte. Wir sehen hier überall diese Krüge, diese Duftkerzen, aber ich weiß nicht, ob man sie Duftkerzen nennen kann. Sind sie groß wie Menschen? Ich weiß nicht, was das Wort dann dafür wäre. Das heißt, hier kommen natürlich keine Biester rein, weil hier muss es ja förmlich stinken nach Weihrauch. So, bei der Gelegenheit bin ich jetzt einfach mal so dreist. Das hat zum Glück spieltechnisch keine Auswirkungen, aber ich roll hier einfach mal durch und mach mal ein paar davon kaputt und wir gucken mal, was da so rauskommt. Nämlich Knochen. Weihrauch ist nämlich kein Weihrauch, sondern einfach nur verbrannte Knochen. Und warum das die Biester abhält, ist auch wieder ein Thema für später, vielleicht sogar auch noch für heute. Aber wir haben ja zum Beispiel schon im Molotow-Cocktail, habe ich jetzt leider alle verbraucht, aber bei der Ölurne steht es, glaube ich, auch dabei, dass Bestien einfach sehr gerne verbrannt werden, weil es sich als unglaublich effektiv herausgestellt hat, mit Feuer gegen die vorzugehen. So. Bevor ich jetzt hier aus der Kathedrale rausgehe, gehen wir aber erstmal in den Traum, weil wir haben ja jetzt dieses neue Werkstattwerkzeug und ich will auch noch mit unseren ganzen alten Freunden nochmal reden. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich gerade nochmal zu dem Mädchen rennen, wo wir gerade schon waren, aber eben auch mit Gilbert und auch endlich mal wieder mit Josefka. So, bevor wir das machen, German ist wieder da. Der Mond ist nah. Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Wenn die Bestien größer werden und eure Lebensgeister auslöschen wollen, sucht einen heiligen Kelch. So wie alle anderen Jäger vor euch. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. Er hat uns ja beim letzten Mal einfach schon gesagt, geht raus, jagt ein paar Monster. Was gibt's sonst noch zu tun? Der gibt einem relativ deutliche Hinweise darauf, was man als Spieler jetzt eigentlich machen soll. Das sind schon alles Dinge, die natürlich auch der Charakter wirklich storytechnisch auch macht. Diese Kelche existieren wirklich, von denen er gerade geredet hat. Die sind auch ein relativ großes Thema im Spiel selbst, nicht unbedingt in der Geschichte oder zumindest nicht für die Geschichte, die man hier in Bloodborne selber nachspielt. Aber auch das ist wie immer ein Thema für einen anderen Tag. Und die wenigen, die an die Oberfläche gefunden haben, gingen in den Händen der Menschen verloren. Doch wenn die alten Jägersagen wahr sind, wird einer der heiligen Kelche im Weiler im Tal angebetet. Doch dort herrscht Chaos. Er wurde niedergebrannt. Verlassen aus Furcht vor der Plage beherbergt nur noch Bestien. Der perfekte Ort für Jäger findet ihr nicht. Auch interessant. Also, dieser Ort, von dem er redet, wo ich diesen Kelch finden kann, ist quasi mein nächstes Ziel. Nicht unbedingt um des Kelches willen, aber er schickt mich jetzt um des Kelches willen dahin. Einer der heiligen Kelche wird ein Ort der Bestien. Der perfekte Ort für Jäger. Okay, also so viel dazu. Ich benutze jetzt erstmal unser Blutedelstein-Verstärkung-Werkzeug. Ich sehe jetzt hier in der Mitte in diesem Fenster oben die Plätze für die Blutedelsteine. Der linke davon ist hell, weil ich den schon freigeschaltet habe. Wenn ich eine Waffe aufrüste, schalten sich mit der Zeit erst mehr Plätze frei. Das heißt, ich kann da jetzt einen reinpacken. Es gibt auch verschiedene Formen.
Bei den beiden steht jetzt jeweils auch dabei, strahlend und Tropfen. Das sind verschiedene Formen, die es gibt. Es gibt auch noch mondsichelförmig, also ich schätze mal, es heißt mondsichelförmig im Deutschen, und dreieckig und kreisförmig. Man kann eigentlich die immer nur in diese Fächer reinpacken, die, wo sie von der Form her passen, bis auf die tropfenförmigen, die passen überall rein, weil sie eben weich und tropfenartig sind. Du kannst die überall in jede Form reindrücken. Die anderen würden in anderen Formen wahrscheinlich kaputt gehen, weil wir haben ja gerade am Werkzeug gesehen, dass man die einfach nur mit Gewalt da reinpresst. Ich nehme jetzt erstmal diesen Tropfen, der lohnt sich sehr, weil er am Anfang einer der stärksten Edelsteine ist, den man findet. Und das war's auch schon, mehr kann ich gerade hier gar nicht machen. Dann gehe ich mal und level noch ein bisschen. Daheim, gute Jägerin. Was für ich rede einfach mal mit ihr und guck, was sie so erzählt. Im Laufe der Zeit haben unzählige Jäger diesen Traum besucht. Die Gräber hier erinnern an sie. Es scheint alles schon so lange her zu sein. So, das ist interessant, dass sie sagt, die Gräber erinnern an die Jäger. Gut. So, ich guck mal. Okay, 2 Level könnten wir aufleveln. Dann nehmen wir mal Arkan weiter. Ich möchte ja den Charakter auf Arkan leveln. Da lohnt es sich sehr, den Wert auch relativ schnell hochzubringen. Der Rest des Geldes. Haben wir hier eigentlich noch was anderes? Nein. Achso, ja, jetzt kann man sehen, jetzt habe ich hier im Laden eben auch Säge, Hackbeil und so. Diese ganzen Anfangswaffen auch zur Verfügung. Durch dieses Abzeichen, was wir bei dem Schwein gefunden haben. So. Und jetzt geht's zurück nach Yharnam. Und ich gehe mal wieder. Wir sehen, wir haben jetzt schon ganz schön viele Orte freigeschaltet. Ich gehe erstmal wieder ins Krankenzimmer im Erdgeschoss. Der Ort, wo wir ganz am Anfang angefangen haben, in Josefkas Klinik. Weil ich mit Josefka selbst eben auch reden will, jetzt, wo die Nacht weiter vorangeschritten ist. Das letzte Mal, als wir mit ihr geredet haben, hat sie gesagt, die Klinik steht unter Quarantäne, sie kann uns da nicht reinlassen. Sie hat uns aber eine Blutfiole gegeben, eine besondere, mit der wir uns besonders gut heilen können. Die habe ich bisher nicht benutzt, weil ich benutze sie mir ehrlich gesagt einfach nie. Da denke ich meistens gar nicht dran, dass ich die habe. Oder in Momenten, wo ich sterbe, liegt es nicht daran, dass ich keine Heilung mehr zur Verfügung habe, sondern dass ich einfach zu blöd bin, auszuweichen. Da haben wir Josefkas Blutfiole jedenfalls von ihr bekommen. So, das lese ich jetzt nicht extra nochmal vor. Jetzt gucken wir mal, was sie uns jetzt erzählt, ob sich da was geändert hat. Oh, ach, hallo. Wunderbar. Ich habe eine kleine Bitte. Ihr geht bald auf die Jagd, nehme ich an? Also, wenn ihr Überlebende findet, sagt ihnen, sie sollen zu Josefkas Klinik kommen. Wenn sie noch menschlich sind, werde ich mich gemäß meinem Eid um sie kümmern, sie vielleicht sogar heilen. Diese Krankheit, diese Bestien, man muss sie nicht fürchten. Dieses Mal dauert die Nacht lang. Ich sitze hier zwar fest, aber ich möchte trotzdem helfen. Ich gebe euch sogar eine Belohnung für eure Mitarbeit. Verlockend? Na, dann zieht los. Klingt jetzt schon komplett anders als das, was sie uns letztes Mal erzählt haben, wo sie noch gesagt hat, dass sie uns auf keinen Fall reinlassen kann, weil sonst tragen wir die Seuche rein und jetzt möchte sie plötzlich, dass wir einfach andere Leute zu ihr schicken. Was einem jetzt natürlich so ohne den direkten Vergleich, weil das ist eine Woche her, dass wir mit ihr geredet haben, nicht auffällt, ist, sie hat eine komplett andere Stimme. Also es scheint einfach eine ganz andere Person zu sein, die jetzt hinter der Tür steht. Sie hat uns auch auf eine Art und Weise begrüßt, als hätte sie uns noch nie gesehen. So. Jetzt, wo die Nacht vorangeschritten ist, sieht auch der Himmel ganz anders aus. Hier ist alles so orange, das ist jetzt so dieses wirkliche Abendrot. Die Sonne ist gar nicht mehr zu sehen, also sie ist jetzt dahinter am Horizont gerade. Finde ich ganz nett, dass ich dann hier auch wirklich das gesamte, dadurch, dass ich eben die Nacht, klar, dadurch, dass die Nacht voranschreitet, ändert sich natürlich die Umgebung. Ist schön, dass es einfach überall im Spiel dann so passiert. So, ich rede jetzt hier oben noch schnell mit Gilbert. Ah, ich glaube, ich klappe direkt alle Leute ab, mit denen ich reden will. Da sind nämlich noch ein paar weitere. So, schauen wir mal, was der uns zu erzählen hat. Ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen. Ich fürchte, ich kann euch nicht mehr viel helfen.
bevor ich... Nee, dies. Ich konnte es nicht gebrauchen, aber ihr vielleicht. Was mich befallen hat, war unheilbar. Aber diese Stadt hat mir Hoffnung gegeben. Ihr seltsames Blut hat mir Zeit verschafft. Ich habe Glück gehabt. Die Plage der Bestien hat mich unversehrt gelassen. Ich kann sogar als Mensch sterben. So, da haben wir es jetzt nochmal. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet. Oh, da ist die Sonne ja doch noch zu sehen. Also Gilbert ist offensichtlich krank und ist deswegen nach Yharnam gekommen, um sich hier von dem Blut heilen zu lassen. Scheint aber selbst das Blut nichts zu nützen, was ein bisschen erstaunlich ist. Da frage ich mich doch sehr, was er für eine Krankheit hat. Also er hat kurz erwähnt, dass er nicht stehen kann. Also er sitzt wahrscheinlich auch schon im Rollstuhl wegen seiner Krankheit. Aber wir gucken mal, was er uns gegeben hat, nämlich eine Waffe, den Flammensprüher. Eine Spezialwaffe von Mitgliedern der Heilenden Kirche. Spuckt mit Hilfe von blutgetränkten Quecksilberkugeln als besonderem Medium versengende Flammen. Nicht gerade die effektivste Waffe, aber manchmal ist ein Flammenmeer einfach genau das Richtige. Außerdem muss bei den Bestiennamens häufig aufgeräumt werden. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit dem aufgeräumt gemeint ist, warum es ein Anführungszeichen ist. Ich finde es allerdings sehr interessant, dass es eine Spezialwaffe von Mitgliedern der Heilenden Kirche ist. Und Gilbert hat so einen. Er scheint aber gar nicht aus der Stadt zu kommen. Er ist ja hergekommen, um sich heilen zu lassen. Warum also hat er einen Flammensprüher, der von der Heilenden Kirche ist? Habe ich leider keine Antwort drauf. Da gibt es bestimmt Theorien, was genau das zu bedeuten hat, dass er das Ding hat. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe auch wirklich einfach keine Idee, wieso das so sein könnte. So, aus Spaß, an der Freude, probiere ich das Ding jetzt einfach mal aus. Ich kann das auch tragen, weil wir einen hohen Arkanwert haben. Und der Flammensprüher als eine Waffe, die Feuerschaden macht, ist natürlich vom Arkanwert beeinflusst. So, gucken wir doch mal. Das sieht doch ganz nett aus. Das gefällt mir, um ehrlich zu sein, ganz gut. Daran kann ich mich doch gewöhnen. Der kostet eben auch einfach... Ah. Einfach Munition. Aber ich kann ja immer mal wieder einfach die Blutkugeln benutzen. So, wo ich noch hin will, ist zu der Frau an der Tür, die gefragt hat, ob ich irgendeinen sicheren Ort kenne. Jetzt kenne ich sogar schon zwei, nämlich die Oedon oder Ödenkapelle und Josefkas Klinik. Beides Orte, wo ich Leute hinschicken soll. Hunde sind scheinbar sehr empfindlich gegen Feuer. Sind ja scheinbar auch schon halbe Bestien. Im echten Leben sind Hunde ja auch sehr empfindlich gegen Feuer. Macht ja Sinn. Okay. So, der Hund hier ist weg. So, dann reden wir mal mit der. Was ist denn jetzt noch? Ich kann meine Zeit sinnvoller verbringen. Es sei denn, ihr habt einen schönen, sicheren Ort für mich gefunden. So, jetzt sieht man schon. Ich kann entweder einfach nichts erzählen. Ich kann sie aber auch zu diesen beiden besagten Orten schicken. Ich schicke sie mal zur Ödenkapelle. Was wisst ihr? Eine Fremde, die etwas taugt. Na los, steht da nicht so herum. Habt ihr nichts zu tun? Schlitzt ein paar Kehlen auf. Bringt dieses Chaos in Ordnung. Also sie ist sehr dankbar dafür, dass ich ihr gesagt habe, wo sie hin kann. Oh, ich habe genug von euch. Zieht weiter. Hopp, hopp. Das ist sehr nett von der Frau, finde ich, dass sie mich erst fragt, wo soll ich denn hingehen? Ich brauche einen sicheren Ort. Dann nenne ich ihr einen sicheren Ort. Und sie sagt nur, komm, in dem Sinne, Hals, Maul, geh weiter. Sie wird jetzt zu diesem Ort gehen. Also die Leute, denen ich die Orte nenne, die nutzen diese Informationen dann meistens auch aus und gehen an diese Orte. Es hat natürlich unterschiedliche Auswirkungen, ob ich die Leute jetzt zu Josefkas Klinik oder zur Ödenkapelle schicke. Aber da ich möchte, dass wir hier von dem Spielverlauf möglichst viele Informationen erhalten, schicke ich die mal zur Ödenkapelle, weil die kann ich ja komplett betreten. Bei Josefkas Klinik kann ich, obwohl ich Leute hinschicken soll, nicht durch die Tür. Ich kann mit den Leuten da drin gar nicht reden. Das heißt, ich schicke sie zur Ödenkapelle und dann schauen wir mal, was mit den Leuten da so passiert, was das überhaupt für Leute sind. Weil klar, noch wissen wir nur, das ist irgend so eine Frau, die Jäger oder Ausländer oder wen auch immer nicht besonders leiden kann, die auch nicht sehr freundlich ist. Aber sonst wissen wir eigentlich gar nichts über die.
Und in der Ödenkapelle, wo ich sie ja dann auch mal persönlich sprechen kann, da erfahren wir vielleicht mehr. So, ich gehe jetzt gerade mal noch zu dem Mädchen. Weil die, mit der kann ich jetzt quasi, jetzt wo die Nacht weiter vorangeschritten ist, kann ich mit der eben auch noch ein bisschen mehr reden. Ja, da fällt mir auch ein. Ich guck mal, was hier an der Tür jetzt soweit ist. Okay, wir reden immer noch das nächste, das ist das Gleiche. Ich habe gedacht, vielleicht, weil jetzt die Nacht fortgeschritten ist, das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert, ob die dann hinter der Tür jetzt vielleicht was anderes erzählen. Das passiert auch oft, dass die Leute hinter den Türen im Verlauf der Nacht einfach was anderes erzählen, aber nicht unbedingt bei jedem weiteren Voranschreiten der Nacht, also immer nur bei bestimmten Punkten davon, weil die Nacht natürlich jetzt noch ein paar Mal in verschiedene Phasen übergehen wird. Weil noch ist ja nicht mal wirklich Nacht. So, gucken wir mal, was die jetzt zu erzählen hat. Hallo Frau Jägerin, ihr habt meine Mami noch nicht gefunden? Oh, okay. Ich kann warten. Aber kann ich denn ganz tun? Vielleicht sitzen meine Mami und mein Papa irgendwo fest und warten darauf, dass ich sie suchen komme. Was meint ihr, Frau Jägerin? Der kann ich nämlich jetzt auch einfach sagen, wo sie hingehen soll. Und ich werde jetzt genauso zur Ödenkapelle einfach schicken. Ja, okay. Danke, Frau Jägerin. Ich mag euch fast sogar wie Mama und Papa. Und Opa. Jetzt hat sie auch noch Opa erwähnt. Mama und Papa kennen wir ja jetzt. Das sind Gascoigne und Viola. Den Opa kennen wir wiederum noch nicht. So. Wo muss ich denn lang? Ja, das macht einen Unterschied, wo ich die Leute hinschicke. Also wenn du meinst, ob das einen Unterschied für die NPCs macht, also für die NPCs, die ich irgendwo hinschicke, macht das natürlich einen Unterschied. Jeder von diesen NPCs ist mehr oder weniger so eine kleine Questreihe. Also es gibt auch NPCs, die sind eigentlich keine, die geben nur Informationen, aber man kriegt eben mit der Zeit auch ein bisschen Belohnung dafür, dass man die NPCs rettet, weil der Blinde in der Kirche hat ja auch gesagt, dass es diese Nacht anders ist als sonst, dass sich nur in den Gebäuden verstecken nichts bringt, weil es einfach diese Nacht schlimmer ist als sonst. Und es lässt zu Recht schon darauf schließen, dass die Leute in ihren Häusern zu lassen und denen nicht zu sagen, wo sie hingehen soll, für die Leute nicht besonders gut endet. Das heißt, es lohnt sich zumindest für diese Leute sehr, dass man die irgendwo hinschickt. Zumindest für ihr direktes Überleben in dem Moment lohnt es sich sehr. Ob es sich auf lange Sicht lohnt, ist eine andere Frage, weil es ist ja am Ende ja trotzdem immer noch ein Souls-Spiel. Das bedeutet, es gibt keine Happy Ends, so schade das ist, aber in Souls-Spielen gibt es eigentlich für fast niemanden jemals ein Happy End. So, ich gehe mal wieder nach Hause. Diesmal lege ich mich nicht mit den Trollen an, da habe ich einfach keine Lust drauf gerade. Es gibt über diese beiden Orte... Doch, es gibt sich sehr viel, zu welchem Ort man die schickt. Ich schicke die eben auch zu der Kapelle, weil wir über die Kapelle, aber auch besonders über Josefkas Klinik noch sehr viel erfahren werden. Wie gesagt, bei Josefkas Klinik ist jetzt offensichtlich jemand anderes da als Josefka selber. Das ist schon eine sehr verdächtige Sache und ich meine, es ist ein Gothic-Horror-Spiel. Wir reden hier von einer verdächtigen Klinik. Ich schicke die Leute da jetzt nicht einfach mal so hin und hoffe, dass mit denen nichts Schlimmes passiert. Aber wir werden schon noch mehr erfahren, was dann da wirklich passieren würde mit den Leuten. So, Bube schläft. Naja, ist auch egal. Die interessiert mich nicht. Dann gehen wir mal wieder in den Kathedralenbezirk, weil da geht es jetzt weiter. So, da sind wir schon. Und hier sitzt jemand. Das eine DLC, was es gibt, das habe ich ja. Das muss man eigentlich auch fast besitzen für das Spiel, weil es für die Story und auch für die Balance so wichtig einfach ist. Also es ist unglaublich gut. Es ist bisher eigentlich das beste DLC, was ich jemals im Spiel gesehen habe.
Und es gibt halt auch unglaublich viele neue Waffen und halt auch richtig, richtig gute Bosse. Und das ist für die Story, wie gesagt, echt wichtig. Also ich empfehle sehr, dass wenn man sich Bloodborne holt, nur mit DLC. So. So. Hier sitzt eine alte Frau. Also ist offensichtlich nicht das junge Mädchen, sondern die Frau, die ein bisschen unfreundlich war. Oh nein, ich habe das nicht vergessen. Glaubt ihr, ich schulde euch etwas? Na, das ist ein guter Witz, muss ich sagen. Diese ganzen Probleme, die Janam hat, daran seid nur ihr umtriebigen Fremden schuld. Unser Blut ist ruiniert. Verdorben durch euch. Kommt mir nicht zu nahe. Ich kenne Leute wie euch. Na, schönen Dank auch, gute Frau. Ihr bleibt weg von mir. Ich kenne alle eure Tricks. Okay, also die ist sehr dankbar dafür, dass ich sie jetzt hier vermeintlich gerettet habe. Aber was sagt der? Ah, die Jägerin. Danke. Diese alte Frau, ihr habt ihr von diesem Ort erzählt, ja? Naja, sie redet nicht besonders viel, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall gut, dass sie am Leben ist. Das stimmt. So. Ach so, ich habe eine Geste erhalten, habe ich glaube ich auch von Aileen schon am Anfang. Ich habe hier ein Gestenmenü, da kann ich so verschiedene kleine Gesten machen. Vor allen Dingen zur Kommunikation mit anderen Spielern, sehr wichtig. Aber ich kann eben hier auch jetzt neue Gesten auswählen. Und da ist jetzt zum Beispiel diese hier dabei, die ich jetzt gerade von ihm erhalten habe, Triumph. Oder von Aileen habe ich das hier erhalten, den Umhang wegschlagen, was natürlich mehr Eindruck macht, wenn man mal einen Umhang hätte. Aber naja. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe nochmal runter, weil auffällig, ich habe es jetzt nicht extra nochmal abgesucht. die alte Frau ist jetzt da, aber das kleine Mädchen nicht. Und das habe ich ja auch hierher geschickt. Dann gehen wir doch einfach mal auf die Suche, wo die jetzt sein könnte, ne? Also, sie wohnt ja von allen Leuten eigentlich am nächsten an der Kapelle. Hier ist sie nicht. Die hat den kürzesten Weg, wenn man es genau nimmt. Muss ja eigentlich nur... Ja, du hast Aileen leider verpasst, aber die kommt ja nochmal vor. Also wenn du irgendeinen Teil aus Zentrum von Janem besonders sehen wolltest, dann ist es jetzt eigentlich zu spät, weil jetzt ist alles davon schon gewesen. Weil wir sind ja jetzt eigentlich fertig damit. Ich gehe jetzt nur nochmal kurz das Mädchen suchen, das irgendwo verloren gegangen sein muss auf dem Weg. So, hier stehen die Aussätzigen um die Ecke, denen will ich nichts zu tun haben. Geh schon mal weiter. Hier ist dieser Mob auf der Brücke und die Leute mit dieser Feuerkugel. Und ich gehe einfach mal hier die Leiter runter, weil ich habe doch gar keine Lust zu kämpfen. Die haben jetzt einfach da die ganzen Leute mit der Kugel überrollt. Okay. Jetzt hat er auch noch den anderen Typen runtergeschmissen, weil warum auch nicht? Ja, macht nichts. Ja, egal. Den ignoriere ich jetzt. So, wenn wir uns richtig erinnern, hier unten in dem Tunnel ist, wartet das Schwein auf uns. Wir hören es auch schon. Ah, das habe ich gehört. So, dann schön die Hand rein. Bis zur Schulter. Ah, das macht Spaß. So. Blutfiole. Aber jetzt gibt es hier noch einen Gegenstand, nämlich rote Botenschleife. So. Rote Schleife, die Boten seltsam gern haben. Das dichte, hervorstechende Rot wurde aus den Organen irgendeines glücklosen Opfers gewonnen. Wirklich eine seltsame Wahl, aber vielleicht dient dieses Accessoire Boten zum Trauern. Ja. Ich warte mal ein paar Sekunden, falls jemand selbst eins und eins zusammenzählen will. Das kleine Mädchen wurde von dem Schwein gefressen. Ist schade drum. Es tut mir auch ein bisschen leid. So ist das Leben in Janem. Also es ist ein schreckliches Leben in Janem. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur gerade aktiv den Vater des Mädchens töten müssen. Ich meine, der war ja mittlerweile auch schon ein Biest. Der war ja nicht mehr ganz bei Sinn. Die Mutter von dem Mädchen ist tot. Vielleicht hat der Vater selbst sie getötet, vielleicht war es irgendjemand anders, das weiß man ja auch nie so genau. Ich persönlich denke, dass er es nicht selber war, weil er hat ja hier am Anfang, als wir ihn getroffen haben, diese ganzen Typen hier zerhackt. Ich schätze einfach mal, dass die Typen die Mutter getötet haben und er das dann gesehen hat, dass sie tot ist und deswegen durchgedreht ist.
Das Mädchen selbst ist jetzt einfach von einem Schwein gefressen worden beim Versuch, zu dieser Kapelle hier zu kommen. Sie ist auch ziemlich nah rangekommen. Tut mir ein bisschen leid. So, damit... ja, hätte sie. Also zur Klinik hätte sie es geschafft, aber wollte ich jetzt nicht machen, weil die Geschichte um die Familie Gosquan geht ja noch weiter. Da gibt es ja noch mehr Leute. Sie hatte zum Beispiel ihren Opa auch schon erwähnt. So, ich habe hier in der Kathedrale zwei Türen. Ich gehe einfach mal hier aus dieser raus. Hier sieht es schon anders aus. Es ist immer noch so dieses typische Gothic-Ding. Hier rennen aber nicht überall Leute mit Fackeln rum, sondern solche Leute hier, so große. Ich mach den einfach direkt mal kaputt, sonst haut er nicht. Komische große Leute mit bleicher Haut, erstaunten Gesichtern, einer Glocke um den Hals. Ja, und natürlich Raben. Es gibt immer überall Raben. Wir haben in der Nachricht, Vampire sind es nicht, aber wir haben in der Nachricht erfahren, dass die Brücke abgesperrt wurde, als die Jagd begonnen hat. Der Kathedralenbezirk, in dem Moment, wo die Jagd beginnt, schottet sich von den normalen Bürgern von Yharnam ab. Die normalen Bürger von Yharnam hingegen, die vollführen ja diese Jagd, also das sind ja diese wütende Mob mit Mistgabeln und Fackeln. Der Kathedralenbezirk will damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, sperrt alle Leute aus und deswegen sind hier keine solchen Mobs unterwegs, sondern nur Leute, die für den Kathedralenbezirk arbeiten oder eben hier leben. So, Wissen des Verrückten. Wissen des Verrückten ist eigentlich dieser Gegenstand, den man unglaublich oft findet. Das ist ein bisschen wie Menschlichkeit bei Dark Souls. Da ist die Kathedrale, da wollen wir hin. Dieses große Ziffernblatt da zeigt den Kathedralenturm. Den astralen Glockenturm, wie er sich nennt. Die Typen hier sind auch eine komische Art von Gegner. Die haben einen sehr langsamen Angriff, den man unglaublich leicht parieren kann und sterben mit einer von den Visceral Attacks. Alle anderen Attacken halten es aber Hunderttausende davon aus. Ich meine, schaut euch das an hier. Es ist denen egal, was man macht. Das heißt, Spieler, die nicht gelernt haben zu parieren, kriegen bei denen unglaubliche Probleme. Alle anderen, für die ist es super einfach. So, ich stehe schon wieder vor einem geschlossenen Tor. Hier liegt ein Gegenstand. Ein Holzschild, endlich ein Schild. Endlich kann man sich verstecken. So. Ein grober Holzschild, der von den Massen eingesetzt wird, die sich der Jagd angeschlossen haben. Wir erinnern uns, es gibt sehr viele von den Yharnam-Bürgern, die so ein Schild tragen. Jäger verwenden normalerweise keine Schilde, da sie gegen die Stärke der Bestien nicht genug Wirkung zeigen. Schilde sind nett, aber nicht, wenn sie Passivität erzeugen. Das ist ein relativ offensichtlicher Seitenhieb gegen Dark Souls und Demon Souls, wo man sich eigentlich immer hinter seinem Schild versteckt. Und der Macher... Hidetaka Miyazaki scheint ein sehr großer Freund davon zu sein, dass man eben Angriffen aktiv ausweicht, um Gegner herumtänzelt, sehr viel selbst angreift. Er mag kein defensives Spielen, das ist einer, der offensives Spielen mehr mag. Deswegen hat er bei Bloodborne darauf bestanden, dass sehr viel Wert auf die offensive Spielweise gelegt wird. Das ist ihm auch ganz gut gelungen, also es lohnt sich echt selten wirklich defensiv zu spielen. Hier ist so ein kleiner, schon wieder ein Friedhof. Es sind immer überall Friedhöfe in dieser Stadt. Gibt scheinbar sehr viele Tote. So, Blutfiolen. Das hier ist diese Kathedrale, in der wir gerade waren. Also das ist die Kapelle von Öden. So, hier ist eine kleine Brücke, da hinten geht's lang. Und hier liegt noch ein Gegenstand. So, und jetzt passiert das. Sieht im ersten Moment aus, als wäre es ein Bug. Ist durchaus gewollt. Hat man wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen können, was da war. Es war ganz leicht schemenhaft, was zu sehen. Da gehe ich jetzt aber erstmal noch nicht drauf ein. Das wird natürlich auch nochmal Thema, wie eigentlich alles, wovon ich rede. Später wird es Thema. Aber interessant ist eben, wir haben dadurch jetzt den sehr, sehr viel Schaden erhalten. Durch einen Statuseffekt, der sich Wahnsinn nennt. Ja. Wahnsinn ist im Grunde genommen das, was in Dark Souls Blut ist, also Blutung, in Dark Souls 1 zumindest. Das heißt, man hat so ein gewisses Maß, das mit der Zeit ansteigt, wenn man von Wahnsinn betroffen ist. Und wenn es voll ist, dann kriegt man einfach auf einmal sehr, sehr viel Schaden. So,
So, ich gehe diesen Weg hier mal zuerst. Hier kann man auf Janum runterblicken. Da ist die große Brücke, wo die Klerikerbestie war. So, und hier geht es wieder runter. Zu schon wieder einer anderen Kapelle. Hier stehen überall Kapellen. Und hier sind doch schon wieder Dorfbewohner, die auf der Jagd sind. Dass du nicht hingeguckt hast, ist nicht so schlimm, weil man kann es eigentlich nicht erkennen, wenn man nicht genau weiß, nach was man guckt. Also wenn man nicht bereits weiß, wie aussieht, was man da eigentlich hätte sehen können, dann erkennt man da wirklich nichts. Selbst wenn man weiß, wie es aussieht, erkennt man fast nichts. Das werde ich schon noch oft genug machen im Spiel. Wir werden noch oft genug sehen, was das ist, was man da sehen kann. Ein Effekt zum Beispiel von Einsicht ist ja auch, dass man im Spiel mehr Informationen über seine Umwelt erfassen kann, wenn man eine hohe Einsicht hat. Wenn mein Einsichtwert über 40 wäre, würde ich direkt sehen, was das ist. Aber später im Spiel enthüllt sich das auch einfach so. Ihr seid verflucht! So, es ist mir ein bisschen unangenehm, aber bevor es weitergeht, muss ich mich für ganz kurze Zeit verabschieden, denn ich muss relativ dringend auf die Toilette. So, da bin ich wieder. Das ging fix, es tut mir leid, aber wenn ich einer von den Streamern wäre, die am Tag 10 Stunden streamen würde, würde ich wahrscheinlich mir auch angewöhnen, einfach auf Pause zu drücken. Aber da wir hier nur 2 Stunden die Woche haben, dachte ich mir, das ist jetzt einfach mal kurz nicht nötig. So, ich kann hier in die Kapelle rein, aber das mache ich auch später erst. Wir gehen erstmal hier außen rum. So, da oben steht schon der erstbeste Typ. Aber der hat Hunde dabei, deswegen gehe ich erstmal wieder zurück. Da habe ich ein bisschen Angst davor. So, der Flammenwerfer lohnt sich extrem bei allem, was irgendwie Fell hat. Ja, die Zeit packe ich drauf. Ich habe letztes Jahr mal ja auch einfach 10, 15 Minuten überzogen. Aber mache ich gerne. Ich habe ja auch viel Spaß an dem ganzen Ding. Das dürft ihr keinem verraten. Aber sobald der Stream vorbei ist, spiele ich einfach immer noch weiter. Natürlich mit einem anderen Charakter. Aber ich höre nicht auf, dieses Spiel zu spielen, nur weil ich nicht streame. So. Da ist irgend so ein Obelisk. Der sieht jetzt auch noch richtig, richtig komisch aus, aber auch das enthüllt sich später noch, was genau das eigentlich darstellt. Das können wir uns gleich in Ruhe auch nochmal angucken. Aber hier sitzt ein Typ davor.
Mit dem können wir aber mal reden. Ihr seid eine Bestienjägerin, nicht wahr? Ich wusste es. Genauso habe ich auch angefangen. Oh, Verzeihung. Ihr könnt mich Alfred nennen. Schützling von Meister Logarius, Jäger der Ekelblüter. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein, aber wir sind beide Jäger. Warum arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus? Bei dem fällt besonders auf, dass es in den Spielen einfach nie Gesichtsanimationen gibt. Also ein paar Sachen zu ihm direkt. Der ist quasi der Solaire dieses Spiels. Also für die Leute, die Dark Souls nicht gespielt haben, Solaire ist ein Charakter, den man relativ früh trifft, der einem das gesamte Koop-System mehr oder weniger beibringt. Das ist so ein edler Sonnenritter und der ist dann eigentlich immer an einem an der Seite und die meisten Leute mögen den sehr gerne, weil mit dem freundet man sich im Laufe des Spiels sehr gut an. Der hier ist quasi auch der Koop-Charakter. Im Englischen hat er sogar denselben Synchronsprecher wie Solaire. Finde ich einen ganz witzigen Fakt. Im Deutschen weiß ich es nicht, weil ich nicht weiß, welche Stimme Solaire im Deutschen hat. Das werde ich bis nächstes Mal wahrscheinlich mal nachschauen müssen. Was er auch gesagt hat, ist, dass er Jäger der Ekelblüter ist und Schützling vom Meister Logarius. Den werden wir später auch noch kennenlernen. Was Ekelblüter sind, werden wir auch noch kennenlernen. Finde ich eine sehr, sehr komische Übersetzung. Im Englischen heißen die Vilebloods und ich finde, Vile als Wort hat eine viel tiefere Konnotation als einfach nur Ekel. Stimmt, XCL-Plakat sagt es ganz richtig, im Deutschen sind die Synchronstimmen bei Dark Souls auch einfach auf Englisch. Nur die Texte sind auf Deutsch, das ist richtig, ja, habe ich nicht dran gedacht. Das heißt, er hat natürlich einen anderen Synchronsprecher. ich werde mit dem jetzt einfach mal kooperieren, weil er ist ja auch ein Jäger, wenn er auch keine Biester wie wir jagt. Oh, sehr schön, wirklich sehr schön. Nehmt dies zur Feier unserer Bekanntschaft. Zur Feier unserer Bekanntschaft, meinst du wohl? Die Bestienjagd ist ein heiliger Akt. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Was vielleicht bei seinem Outfit auffällig ist, ist, dass er auf der Brust des, die Rune für Jäger hat. Er fehlt zwar der Punkt, ansonsten ist es aber eigentlich genau dasselbe Symbol. Können wir gerade mal gucken. Dieses hier. Habe ich, glaube ich, als ich letztes Mal ein bisschen drüber geredet habe, auch gar nicht erwähnt, aber es ist natürlich auch eine Anspielung an das an dieses Zeichen bei dem in dem Berserk-Manga. Ich glaube, das heißt Mal des Opfers im Deutschen. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Ich habe ehrlich gesagt Berserk auch nicht gelesen, aber es ist natürlich eine sehr große Inspiration für Hidetaka Miyazaki. Das merkt man in Dark Souls noch viel mehr als in Bloodborne. Kommt hier aber auch öfter mal raus. Also selbst ich mit meinem sehr begrenzten Wissen über Berserk merke das sehr häufig. Also ich gucke mal kurz den Gegenstand an, den er uns jetzt gegeben hat. Nämlich Feuerpapier. Grobes Papier, das Waffen beim Reiben Feuer verleiht. Ein Jägerwerkzeug aus der Werkstatt. Seit der Tragödie, die Altjarnen betroffen hat, ist Feuer ein Bestandteil der Bestienjagd, um Unreinheit zu läutern. Bestimmte Arten von Bestien haben extreme Angst vor Flammen. Es ist fast dasselbe, was beim Molotow-Cocktail auch über Feuer an und für sich steht. Mit diesem Gegenstand kann ich quasi meine Waffe verzaubern für eine Minute. Dann brennt meine Waffe und macht eben nochmal mehr Schaden gegen alle Gegner, die auf Feuer anfällig sind. So, dann gehen wir weiter mit dir, Mann. Wir müssen unendlich viel zu erzählen haben. Na los, sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. So, ich kann ihn über die Heilende Kirche ausfragen und über Bergenworth. Von der Heilenden Kirche wissen wir ursprünglich von Gilbert. Bergenworth haben wir gerade in dieser Notiz gelesen, die in der Kapelle unten war, wo es auch um die Spinne ging. Ich lasse ihn einfach mal darüber ein bisschen reden. Wie ihr wisst, ist die Heilende Kirche der Ursprung der Blutheilung. Tja, ich bin ein einfacher Jäger und kenne mich mit ihren Angelegenheiten nicht so gut aus. Aber ich habe gehört, dass das heilige Medium der Blutheilung in der Hauptkathedrale verehrt wird. Und dass die Räte der alten Kirche im oberen Teil des Kathedralenbezirks wohnen. Wenn ihr die Blutheilung wollt und die Kirche sie bewilligt, solltet ihr sie aufsuchen. Ganz interessant. Damit haben wir quasi von ihm ein neues Ziel erhalten, nämlich
in den oberen Bezirk des Kathedralenviertels auch zu kommen. Bergenworth ist ein alter Ort der Leere. Und das Grab der Götter, das unter Yharnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Bergenworth-Gelehrte tief unten im Grab ein heiliges Medium. Dies führte zur Gründung der heilenden Kirche und der Einführung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles Heilige in Yharnam nach Bergenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu hat die heilende Kirche Bergenworth zu verbotenem Grund und Boden erklärt. Man weiß nicht, wie viele der Gelehrten noch am Leben sind, aber nur wer das Passwort kennt, darf das Tor durchschreiten. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Möge das gute Blut euch den Weg weisen. Das gute Blut. Ein kleiner Funfact, bevor ich über Bergenworth rede, ist, er sagt extra über die heilende Kirche, dass er nichts mit der Kirche selbst groß zu tun hat, deswegen nicht viel Ahnung hat. Was er hier aber trägt, ist Kleidung, die der Kleidung der Kirche sehr ähnlich ist, die vor allen Dingen hinten diesen Schal hat. Und diesen Schal hat nur Kleidung der Kirche. In dem Moment fällt mir ein, dass wir eigentlich auch die Möglichkeit jetzt noch hätten, die Kleidung von Gascoigne zu kaufen. Das werden wir auch beim nächsten Mal im Traum direkt tun, weil ja natürlich auch sehr viele Informationen über Gascoigne enthalten. Ja, er hat jetzt über Bergenworth geredet, das heilige Medium und die Blutheilung, die ihren Ursprung dort hat. Das bedeutet quasi, also er hat uns ja jetzt mehr oder weniger gesagt, wir sollten mal den oberen Kathedralenbezirk besuchen, um zu gucken, ob wir da Antworten darauf finden, vor allen Dingen, was eben Bleichblut ist, was ja immer noch die Frage ist, die im Raum steht. Aber der Verdacht tut sich auf, dass selbst falls wir dort keine Antworten finden, Bergenworth wahrscheinlich die nächstbeste Adresse wäre. Ist allerdings verboten, dahin zu gehen, hat er ja auch gesagt. Also werden wir mal schauen, ob wir das irgendwie schaffen können. Dieser Obelisk hat in der Mitte eine Statue, sieht man da ja ganz gut. Und der trägt relativ ähnliche Klamotten, die er auch trägt. Gerade diese Knopfreihe hier unten erkennt man da sehr gut wieder. Kleiner interessanter Fakt, wird später natürlich relevant. So, ich laufe jetzt erstmal weiter. Ich würde gern bis zur nächsten Lampe kommen, bevor hier Schluss ist, damit wir die Kleidung von Gascoigne noch kaufen und anschauen können. So, ich komme jetzt quasi hier von der Rückseite in diese kleine Kapelle rein, wo ich vorhin gesagt habe, dass ich noch nicht rein möchte. Hier habe ich nämlich einen Hebel zur Auswahl. Wenn ich den drücke, ziehe, bewegt sich da unten ein Sarg. Sehr mysteriös. So. So, wenn man von unten in die Kathedrale reingegangen wäre, dann hätte man hier nur diesen einen Gegenstand, den einen Gegner. Und man muss oben erst diesen Hebel ziehen, dann verschiebt sich hier der Sarg. Und eine Treppe ist sichtbar. Wer das auf dem Sarg ist, ist, glaube ich, nicht wichtig. Irgendjemand mumifiziert es. Wahrscheinlich sogar eine Statue. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wichtig ist. So, hier unten geht es genauso pompös weiter. Da ist ein Fenster, das heißt, wir sind immer noch nicht ganz unterirdisch dadurch. Ein Blutedelstein. Und hier geht es noch weiter runter. Und da steht mal wieder ein Werwolf. Das letzte Mal haben wir Werwölfe gesehen auf der Brücke. Da waren es zwei. So, das funktioniert ja ganz gut bei ihm. jetzt ist nur noch einer und der ist relativ gut schaffbar. Die beiden auf der Brücke, darf man sich auch nicht täuschen lassen, sind tatsächlich auch einfach stärker als die Standardversion. Das heißt, sie wurden extra da platziert, damit man Angst vor denen kriegt. Der hier ist ein bisschen schwächer, da lernt man schnell, dass die gar nicht so schlimm sind. Wenn ich jetzt nochmal zu denen auf der Brücke gehen würde, würden die mich aber trotzdem zerreißen, weil sie eben, wie gesagt, stärker sind. So, hier geht es immer weiter runter. Hier ist die Treppe kaputt. Muss ich eine Leiter nehmen. Ich kann die Treppe nach oben natürlich trotzdem aber benutzen, um hier ein kleines Stück hochzulaufen, weil hier liegt was. Gegengift. Die Beschreibung davon haben wir beim ersten Mal schon gelesen, die werde ich aber demnächst nochmal vorlesen müssen, weil es jetzt langsam wichtig ist, weil es ist natürlich kein Zufall, dass ich hier Gegengift finde. So, hier ist auch schon die nächste Laterne. Da hinten ist eine große Tür. Hier ist so eine kleine Nische, da gehe ich als erstes mal rein, weil hier gibt es
was zu finden, nämlich noch mehr Blutcocktails. Und die Tür da drüben werde ich jetzt gar nicht mehr betreten heute, weil wir, wie gesagt, noch im Traum was zu kaufen haben, was auch ganz interessant ist, und die Zeit wird langsam ein bisschen knapp. Ich werde zwar wahrscheinlich noch ein bisschen drauflegen, weil ich unglaublich viel einfach irgendwelches Zeug reden werde, aber zu spielen gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel. So. Was wir nämlich auch haben mittlerweile, ist dieses Bartbotenbad. Hier kann man nämlich Einsicht ausgeben. Die erscheinen erst, wenn man das erste Mal was wirklich kaufen kann. Nämlich kräftige Blutcocktails. Also wahrscheinlich in dem Moment, wo man Einsicht besitzt, erscheinen die. Kräftige Blutcocktails, haben wir gerade schon mal welche gefunden. Werden wir auch später wahrscheinlich nochmal drüber reden, aber gerade sind die nicht wichtig. Hier gibt es noch eine weitere Glocke. Kleine Glocke, die im Labyrinth entdeckt wurde. Ihr Klang hallt in den Welten wieder. Der erste Jäger rief damit Jäger aus anderen Welten zusammen, um zu kooperieren. Sie klingt mit ihrem Gegenstück, der Herausforderungsglocke. Läute sie, um Jägern in anderen Welten zu helfen. Hinweis, nur Online-Nutzung, offline nicht einsetzbar. Das heißt, ich habe die Herausforderungsglocke, um mir Hilfe zu holen, und wenn ich diese Glocke läute, kann ich anderen Spielern helfen. Macht Sinn. So, das ist, was ich eigentlich holen wollte. Ich kaufe das einfach alles mal. So, die Glocke kaufe ich jetzt nicht. Ich werde wahrscheinlich mit dem Charakter nicht anderen Spielern helfen gehen, außer es ist erwünscht. Dann schauen wir doch mal hier die Kleidung an, die wir jetzt gekauft haben, nämlich von Gascoigne. Vom Pater Gascoigne getragene Jägertracht. Ähnelt der in der Werkstatt hergestellten Jägerkleidung, aber ist von einem beißenden Bestiengestank verdorben, der Gascoigne zerfrisst. Pater heißen Kleriker in einem fremden Land und es gibt keinen derartigen Rang in der heilenden Kirche. Okay, die Beschreibung außer beim Gewand ist überall gleich. Beim Gewand ist es, dass das schmutzige Schal ist ein heiliges Tuch und ein Symbol der heilenden Kirche, mit der Gascoigne letztendlich getrennte Wege ging. Pater heißen Kleriker in einem fremden Land und es gibt keinen derartigen Rang in der heilenden Kirche. Also, der Name von Gascoigne lässt ja schon darauf schließen, dass er nicht aus Yharnam kommt. Weil es eben dieser französisch klingende Name ist und in Yharnam haben die ja eher englisch klingende Namen. So sieht es übrigens aus. Hat er ja auch getragen im Kampf. Behalte ich einfach mal an. Es ist, finde ich, ganz interessant, dass er eben ein Pater ist. Das heißt, er kommt aus einem fremden Land, war da aber scheinbar auch Mitglied der Kirche. Er hat auch diesen Schal, von dem ich gerade bei Alfred schon geredet habe. Er zeichnet einen eben als Mitglied der Kirche aus. Und es steht ja auch noch explizit dabei, dass er letztendlich getrennte Wege ging mit der heilenden Kirche. Vielleicht war er mal sowas wie ein Kleriker. Vielleicht hat er mal für die heilende Kirche gearbeitet. Vielleicht ist er als Pater eben nach Yharnam gekommen, hat bei der heilenden Kirche ein bisschen gearbeitet als was ähnliches wie Kleriker und hat dann aber am Ende doch einen anderen Weg eingeschlagen als reiner Jäger. Vielleicht hat er auch das Familienleben gefunden, weil wir wissen ja, dass er mindestens eine Tochter hat und eine Frau hat. Ich behalte es hier größtenteils jetzt auch mal an, weil der Charakter ja sehr auch auf Kirchen- und Chormitglied gespielt werden soll und das ist das Erste, was halbwegs an Kirche erinnert, was man finden kann. Und ich finde es auch ganz, sieht ganz nett aus. Der Hut ist ein bisschen komisch, wenn man mich fragt. Oh, da fällt mir ein, wir haben ja noch andere Sachen gefunden, nämlich das Set, als uns diese komische Anomalie gepackt hat. Nämlich dieses hier. Da waren wir dann zu sehr davon abgelenkt, dass uns irgendwas Unsichtbares packt und durch die Luft geschleudert hat, dass ich gar nicht dran gedacht habe, die Gegenstände mal anzuschauen. So, da haben wir nämlich Hut, der von Jägern getragen wird. Die Formalität bewundern. Einige Jäger stellten die Form in den Vordergrund, wie man an der Benutzung des gewundenen Stocks sieht. Für sie stellen Formalität, Schönheit und Gerechtigkeit die Essenz unserer Menschlichkeit dar. Und genau das hält Jäger davon ab, etwas anderes zu werden. Und ein Standardkleidungsstück der Jäger, hergestellt in der Werkstatt. Dieses Exemplar verfügt nicht über das Cape, das das Blut wegwischt. Gute Jägertracht, die sicheren Schutz für alle bietet, die gegen die Bestienbedrohung Yharnams kämpfen, ermöglicht das unbemerkte nächtliche Verfolgen der Bestien. Das ist im Grunde genommen dieses Set ohne diesen Mantel, wie gesagt. Das heißt, das ist genau so eine Standardjägertracht, die man halt eher mit dem Stock zusammentragen würde. Der hat ja offensichtlich eher Stil. Machen wir aber jetzt nicht. Es ist einfach eine Alternative dazu. Also selbst
Die Jägerhose und die Jägerhandschuhe sind bei beiden Sets auch exakt dasselbe. Einfach eine kleine Alternative, weil Jäger natürlich verschiedene Stile haben dürfen. Aber wir laufen jetzt wie der wilde Gascoigne durch die Gegend. Vielleicht verwandeln wir uns ja auch in ein größeres Monster, wenn wir Glück haben. So, ich würde sagen, dann leveln wir jetzt nochmal pro forma. Ich stecke das einfach wieder in Arkan. Wir sind schon Level 20, angefangen haben wir auf 10. Das ist ganz okay. Lebt wohl, mögt ihr euer. So, und ich denke, das war's für diese Woche auch schon wieder. Wir haben relativ viel geschafft. Wir stehen jetzt vor einem komplett neuen Spielabschnitt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um Schluss zu machen und nächstes Mal genau hier weiterzumachen. In diesem Sinne, ich bin Iresa. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, ich lade es sowieso auch nochmal auf YouTube hoch. Bis dann.